Nehmen Sie bitte Platz, die Sitzung ist eröffnet. Ich grüße dich. Morgen schon wieder. Schwer im Einsatz. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie alle herzlich und teile zu Beginn unserer heutigen Sitzung mit, dass die Kollegen Heinz-Joachim Barschmann und Alois Kahl jeweils ihren 65. Geburtstag gefeiert haben. Dazu möchte ich auch noch mal im Namen des ganzen Hauses herzlich gratulieren. Dann müssen wir noch eine Wahl von zwei Mitgliedern des Stiftungsrates der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung durchführen. Auf Vorschlag der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien soll als Vertreter des Auswärtigen Amtes Herr Michael Reifenstühl und als Nachfolger für den ausgeschiedenen Herrn Andreas Meitzner und als Vertreter der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien Herr Ansgar Holler für den ausgeschiedenen Herrn Dr. Michael Reuk als stellvertretende Mitglieder des Stiftungsrates gewählt werden. Können Sie dem zustimmen? Das sieht so aus. Dann haben wir das damit so beschlossen und die beiden Herren als stellvertretende Mitglieder des Stiftungsrats gewählt. Es gibt eine interfraktionelle Vereinbarung, die Tagesordnung, um die in der Zusatzpunkteliste aufgeführten Punkte zu erweitern. Von der Frist für den Beginn der Beratung soll soweit erforderlich abgewichen werden. Schließlich mache ich noch auf zwei nachträgliche Ausschussüberweisungen im Anhang zur Zusatzpunkteliste aufmerksam und frage Sie auch hier, ob es dazu Einwände gibt. Das ist nicht erkennbar. Dann sind diese Ergänzungen und Veränderungen so beschlossen. Wir setzen nun die Haushaltsberatungen fort. Ich rufe auf den Einzelplan 09, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf den Drucksachen 6109 und 6124. Berichterstatter sind die Abgeordneten Thomas Jörg, Andreas Mattfeld, Roland Klaus und Anja Heiduck. Zum Einzelplan 09 liegen zwei Änderungsanträge der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vor, des Weiteren ein Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke, über den wir morgen nach der Schlussabstimmung abstimmen werden. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 125 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Dieter Dehm für die Fraktion Die Linke. Guten Morgen, Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren. Auch dieser Wirtschaftsminister offeriert, wie schon Brüderle und Rösler, Exportüberschüsse als besonderen Ausdruck deutscher Tüchtigkeit. Und sicher, wir haben tolle Erfinder, sieht man mal von der Dieselgate-Software ab. Näheres dazu im Dieter Hallervorden-Song Oje VW. Aber verdammt noch mal, wenn unsere Arbeiter so tüchtig sind, dann müssen wir doch mit den Gewerkschaften für viel höhere Löhne kämpfen. Das predigte Helmut Schmidt zeitlebens. Wo sich Produktivität verzehnfacht, muss die Kaufkraft nachziehen, sonst gerät die Volkswirtschaft in Rezession und Deflation, und das ist heute der gesamte Euroraum. In Wahrheit sind in den letzten 15 Jahren die Pro-Kopf-Reallöhne bei uns stagniert, während die Profite der Großkapitalisten explodiert sind um 70%. Deutsches Lohndumping, Steuerdumping und Kaputtsparen des Sozialstaats haben Exportprodukte und Arbeit so billig gemacht, dass Südeuropa nur noch mit Krediten überleben kann. Und nur noch 50% der Beschäftigten arbeiten hierzulande unter einem Flächentarifvertrag. Die andere Hälfte der Beschäftigten hat heute ein Einkommen von 17% unter dem im Jahre 2000. 17% unter dem Jahr 2000. 8,6% der Erwerbstätigen leben unterhalb der Armutsgrenze, unter den Erwerbslosen sogar 69,3%, wesentlich mehr als in jedem anderen EU-Staat, wohlbemerkt. Wir sind da schlechter als Griechenland, Spanien und Bulgarien. Die KfW bilanziert bei den Realinvestitionen, kürzen Bundesregierung und Monopolkapitalisten gleichermaßen. Sie investieren mindestens 25% zu wenig in die Straßenerhaltung und die Infrastruktur. Die Kommunen können dank Schuldenbremse nicht einmal die Hälfte ihrer Hausaufgaben
lösen. Laut DIW weist Deutschland also seit 1999 eine addierte Investitionslücke von 1 Billion auf. Der Trend der letzten 25 Jahre führt stracks in die Finanzspekulation. 1991 noch flossen 40% des Kapitals in Maschinen und andere Realwirtschaft, heute nur noch unter 10%. Herr Gabriel, haben Sie nicht mal das Wort Finanzhaie plakatiert und wollten die ausrotten? Heute betreiben Sie eine ganze Finanzhaie-Aufzucht. Am 22. Januar in Davos erlaubten sich Herr Gabriel, TTIP-Kritiker als hysterisch zu beschimpfen. Und sie verzauberten die skeptische SPD-Basis, alles habe Recht und Ordnung, dazu nur 2 Urteile. Am 17. November entschied der Europäische Gerichtshof, dass die öffentliche Hand die Vergabe an Aufträge von der Zahlung eines Mindestlohns abhängig machen darf. CETA jedoch, das Gesellenstück für TTIP, würde das alles außer Kraft setzen, schützt also nicht einmal europäisches Recht. Und es ist ein leichtes für US-Konzerne, in Kanada einen Briefkasten anzumelden, um dann in Europa Armutslöhne zu zahlen. Zweitens, Anfang November wurde Ecuador vom Schiedsgericht der Weltbank zur Zahlung von 1,1 Milliarden Dollar an den US-amerikanischen Ölkonzern Oxy verurteilt. Zwar erkannte das Gericht an, Oxy habe gegen ecuadorianisches Recht verstoßen, geht aber davon aus, dass die Firma durch den Staat benachteiligt wurde. Schöne neue Welt für Finanzhaie. Es ist diskriminierend, wenn mit TTIP und CETA Konzerne Staaten verklagen dürfen, aber demokratisch gewählte Regierungen niemals einen Konzern. Wenn Profitsicherung demokratische Entscheidungen aushebelt, lieber Sigmar Gabriel, dann nannten wir das doch gemeinsam in unserer sozialistischen Jugend die Falken, staatsmonopolistische Planwirtschaft. Du in Goslar, ich in Hessen. Waren wir damals alle hysterisch? In Hamburg hat der Senat die Umweltauflagen für das Kohlekraftwerk Moorburg aufgeweicht aus Angst vor einem Schiedsgericht. Die von der EU unterdrückte Bürgerinitiative gegen TTIP hat mittlerweile 3,4 Millionen Unterstützer. Alles Hysteriker? Davon 1.900 deutsche Mittelständler und Handwerker. Wer wie ich als Unternehmer im Internet unterzeichnen möchte, KMU gegen TTIP.de. Aber was der Konzernminister Gabriel heute vom Mittelstand hält, zeigen folgende Zahlen. Der Gesamtetat hat 7,5 Milliarden, davon gehen 1,6 Milliarden an Konzerne, die Luft- und Raumfahrt betreiben und nebenbei auch ein bisschen Rüstung. Der Mittelstand hingegen kriegt im ZIM gerade einmal läppische 538,5 Millionen. Abschließend noch ein Wort zum Umgang mit uns TTIP-Hysterikern. Sollten die Regierungschefs TTIP doch noch nicht als gemischtes Abkommen verabschieden, sodass nationale Parlamente nichts mehr zu sagen haben, werden wir als Linke klagen. Und den 250.000, die am 10. Oktober mit uns in Berlin demonstriert haben, sage ich, wir werden immer mehr und wir werden weiterkämpfen für fairen Handel, um mal den Bundesumweltminister Gerd Müller zu zitieren, der auch sagte, für fairen Handel statt Freihandel. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Dieter Dehm für die Linksfraktion war der erste Redner in der Debatte über den Etat des Bundeswirtschaftsministeriums. Es geht um 7,6 Milliarden Euro, aber es geht natürlich auch um grundsätzliche Fragen der Wirtschaftspolitik. Dieter Dehm hat das Handelsabkommen TTIP und CETA ja angesprochen. Der nächste Redner ist Thomas Jörg für die SPD-Fraktion. Wir haben den Etat des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie bei den Haushaltsberatungen mehr als 70 Stellen verändert. Sie haben das Glück, dass meine begrenzte Redezeit nicht erlaubt, auf alle diese Änderungen einzugehen. Ich beschränke mich auf einige wesentliche Ergebnisse der Beratungen. Für das kommende Jahr sind im Einzelplan 09 jetzt Ausgaben von 7,622 Milliarden Euro vorgesehen. 94,8 Millionen Euro mehr als ursprünglich im Haushaltsentwurf vorgesehen. Bei meiner Rede zur ersten Lesung des Bundeshaushaltes
hatte ich bereits angesprochen, wo wir als Koalition aus meiner Sicht noch nachsteuern müssen. Und das haben wir tatsächlich auch getan. So wurden die Mittelansätze für das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand sowie bei der industriellen Gemeinschaftsforschung und dem Programm Innocom Ost von uns um rund 7 Millionen € angehoben. Damit kann die Förderung auf dem bisherigen bereits hohen Niveau weiter fortgesetzt werden. Wir haben die Mittel für den innovativen Schiffbau um 10 Millionen € erhöht und gleichzeitig den Kofinanzierungsanteil der Länder in diesem Programm von 50% auf ein Drittel abgesenkt. Und der Beifall kommt völlig zu Recht, denn damit stärken wir auch die maritime Wirtschaft in Deutschland. Ja, jetzt ist es dort auch angekommen. Schön. Die Digitalisierung der Wirtschaft ist die zentrale wirtschaftspolitische Herausforderung für Deutschland. Deshalb erhält die Förderinitiative des Bundeswirtschaftsministeriums Mittelstand 4.0, digitale Produktions- und Arbeitsprozesse, 11 Millionen € mehr als im Haushaltsentwurf vorgesehen. Damit sollen im Jahr 2016 5 zusätzliche Kompetenzzentren für den Mittelstand eingerichtet werden. Darüber hinaus werden die Mittel für die Initiative Industrie 4.0 um 1 Million € aufgestockt, um die Entwicklung international anerkannter Normen und Standards stärker fördern zu können. Insgesamt stehen damit im kommenden Jahr für die Digitalisierung der Wirtschaft im Einzelplan 09 100 Millionen € zur Verfügung, über 20 Millionen € mehr als im Jahre 2015. Ich finde, das kann sich durchaus sehen lassen. Umso zentral ist die Förderung junger, innovativer Unternehmen. Deshalb heben wir 2016 das Zuschussvolumen für Wagniskapitalinvestitionen im Investprogramm um 10 Millionen auf 30 Millionen Euro an. Das ist eine Anhebung von immerhin 50%. Auch mit diesem Ergebnis brauchen wir uns wahrlich nicht zu verstecken. Zum Auslaufen des erfolgreichen Batteriespeicherprogramms für Photovoltaikanlagen gab es einige Diskussionen. Das Programm ist bis zum 31.12.2015 befristet. Die ursprünglichen Ziele des Programms sind erreicht, so sagt es die Evaluierung. Wir stehen vor Änderungen im Strommarktdesign, in welchem auf die verschiedenen Flexibilisierungsoptionen ein stärkeres Augenmerk gelegt werden wird. Dies spricht dafür, dass wie geplant das Programm ausläuft. Es gibt aber auch andere Argumente. Erstens industriepolitisch. Es handelt sich mit der PV-Branche um eine Branche, die sich gerade wieder erholt. Da sind Marktanreize wichtig. Und zweitens energiepolitisch. Im neuen Strommarkt brauchen wir einen fairen Wettbewerb aller Flexibilisierungsoptionen. Das schließt aber eine gezielte, systemdienliche Förderung von Batteriespeichern nicht aus. Sie muss jedoch der Systemintegration der erneuerbaren Energien dienen. Vor diesem Hintergrund habe ich intensiv mit dem Wirtschaftsministerium über eine mögliche Förderung von Batteriespeichern diskutiert. Als Ergebnis wird es voraussichtlich ein neues, an die derzeitigen Anforderungen für den Strommarkt angepasstes Programm geben. Vor dem Hintergrund der Diskussion zur CO2-Minderung im Stromsektor und dort insbesondere bei der Braunkohle mag man mir unterstellen, ich sei als Lausitzer Bundestagsabgeordneter parteiisch. Vielleicht bin ich als Lausitzer, Sachse und Ostdeutscher auch nur besonders sensibel. Denn aufgrund der wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Bedeutung der Braunkohle für die betroffenen Regionen wird es in ihnen zu einem weiteren Strukturwandel kommen. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir in meiner Region seit 1990 nichts anderes als permanenten Strukturwandel betreiben. Um diesen Wandel abzufedern und ein deutliches Signal an die betroffenen Regionen zu senden, unterstützt der Bund ab 2016 jährlich den Strukturwandel mit mindestens 4 Millionen € aus Mitteln des Energie- und Klimafonds. Ziel ist es, abrupte Strukturbrüche zu verhindern, industrielle Kerne zu sichern und die regionale Wirtschaftsstruktur weiterzuentwickeln. Ich freue mich, dass wir dieses Zeichen in dieser Zeit setzen können. Zum Ende meiner Rede möchte ich kurz noch auf einen Beschluss eingehen, der vordergründig nichts mit Geld zu tun hat, aber umso wichtiger ist. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt und die Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung unterhalten teilweise weltweit einmalige
wissenschaftlich-technische Infrastrukturen wie Laboratorien und Reinsträume. Um international konkurrenzfähig zu bleiben sowie mit aktuellen technologischen Entwicklungen mitzuhalten, müssen diese Infrastrukturen kontinuierlich und vor allem in kürzester Zeit weiterentwickelt werden. Leider war dies in der Vergangenheit aufgrund der komplizierten Bauplanungs- und Genehmigungsverfahren nicht immer der Fall. Wir haben deshalb neue Haushaltsvermerke für die entsprechenden Bautitel eingefügt. Damit soll sich die Dauer von Bauvorhaben deutlich verkürzen. Und dies liegt nicht zuletzt auch im Interesse der deutschen Wirtschaft, welche von diesen wissenschaftlich-technischen Infrastrukturen profitiert. Abschließend, und das ist ja fast schon gewohnt von Haushältern, möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Mitberichterstattern sowie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundeswirtschaftsministeriums, insbesondere des Haushaltsreferates, und natürlich auch unseren Mitarbeiterinnen in den Abgeordnetenbüros ganz herzlich für die erneut gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Ein Wort zum Schluss sei mir noch gestattet. Und damit wir uns nicht bloß selber beweihräuchern, ich danke allen am Wirtschaftsprozess Beteiligten in Deutschland, Unternehmerinnen und Unternehmern, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für ihre fleißige Arbeit, die uns die Steuern zur Verfügung stellen und die Sozialversicherungsbeiträge, die es ermöglichen, dass Deutschland auch in angespannten Zeiten gut durch die Zeit kommt. Herzlichen Dank. Thomas Jörg hat für die SPD-Fraktion noch mal Eckpunkte des Etats von Bundeswirtschaftsminister Gabriel erläutert und die Verschiebung im Vergleich zum letzten Jahr. Jetzt spricht für Bündnis 90 Grüne Anja Heiduk. Auch sie ist Mitglied im Haushaltsausschuss, zudem aber auch parlamentarische Geschäftsführerin ihrer Fraktion. Und Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, mir bleiben nach den intensiven Haushaltsberatungen mehr Fragen, als dass wir vom Wirtschaftsminister eine klare Orientierung bekommen hätten, wo es denn hingehen soll mit der Wirtschafts- und Energiepolitik unseres Landes. Erster Punkt, Investitionsoffensive. Herr Minister, Herr Gabriel, Sie haben bemängelt, Anfang November am Tag der deutschen Industrie, schon seit 10 Jahren ist die Investitionsquote viel zu niedrig. Sie haben mit Herrn Fratscher und anderen eine Kommission eingesetzt, die für eine Investitionsoffensive Vorschläge erarbeiten soll. Und wo stehen wir im November 2016, Mitte der Legislaturperiode? Keine Umsetzung. Sie haben versprochen, dies ist eine dies sind Vorschläge aus der Kommission, die die Politik nicht in die Schublade steckt, die sie wirklich umsetzen wird. Aber wir können davon nichts erkennen. Dabei wird dort zum Beispiel eine Investitionsregel vorgeschlagen, die den Werteverzehr des öffentlichen Vermögens schützt. Wir schlagen das in diesen Haushaltsberatungen vor. Ansonsten bleiben nur Fragen, was ist mit der Stärkung von kommunalen Infrastrukturprojekten und was sind auch die Instrumente, Herr Gabriel, die es wirklich schaffen, eine Strategie zu entwickeln, dass wir bei den öffentlichen Investitionen Sanierung und Erhalt vor Neubau hinbekommen. Studien belegen das, dass gerade in einer entwickelten Volkswirtschaft die bestehende Infrastruktur ausschlaggebend ist, eine ausschlaggebende Wachstumsdeterminante ist. Sie kommen nicht zu Potte. Herr Gabriel, dabei sollte das im Zentrum Ihrer Aufmerksamkeit stehen. Ich muss auch noch etwas ergänzen zum Thema Investitionen in Ihrem Verantwortungsbereich, was Wirtschaftsministerium und den sogenannten EKF, Energie- und Klimafonds, angeht. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das bewusst ist. In der Nacht der Haushaltsberatung, Bereinigungssitzung, morgens um 3 Uhr, da hat die Große Koalition beschlossen, wir kürzen die Verpflichtungsermächtigungen in der gesamten Finanzplanperiode um 7%. Wissen Sie, was das bei Ihnen bedeutet? Das bedeutet in Ihrem Haushalt 380 Millionen weniger Investitionsmöglichkeiten in der Finanzplanperiode. Nehmen wir mal ein markantes Beispiel. Das CO2-Gebäudesanierungsprogramm ist großartig aufgestockt worden um 200 Millionen Euro. Da haben wir uns sehr gefreut. Wenn wir jetzt mal von diesem großen 1,9 Milliarden Euro Gebäudesanierungsprogramm diese 7%-Regel anwenden, dann kürzen wir im selben Atemzug 135 Millionen mal wieder raus. Das ist inkonsistente Politik. Sie können sich mit gehaltvollen
sinnvollen Investitionen nicht durchsetzen. Das ist ein Armutszeugnis. Ganz zu schweigen von dem Thema auch steuerliche Maßnahmen für die Förderung von Privatinvestitionen bei kleinen und mittleren Unternehmen. Da sind Sie völlig blank seit 2 Jahren, statt endlich mal so eine sehr überzeugende Maßnahme, steuerliche Anreize hier durchzusetzen. Auch das packen Sie nicht an. Deswegen bleibt natürlich eine zweite große Frage. Wo ist eigentlich der Industrieminister, der Sie, glaube ich, sein wollten, der beherzt eine ökologische Orientierung unserer Industrie voranbringt? Wir stehen jetzt vor Paris. Und da müssen wir leider, stehen jetzt vor dem Pariser Gipfel. Entschuldigung, das löst komische Assoziationen aus. Ich möchte das korrigieren. Ich werde den Kollegen in der Nationalversammlung unterrichten, dass hier keine Missverständnisse entstehen, Frau Heidel. Herr Präsident, vielen Dank. Der Pariser Gipfel, und das hat auch gestern die Kanzlerin betont, der kann ein großes Symbol sein und ein wichtiges Signal setzen. Wenn wir aber schauen, wo stehen wir denn in Deutschland selber mit unseren Klimaschutzzielen, dann kann ich Ihnen nur sagen, Herr Gabriel, bei Ihnen passiert Folgendes. Sie schaffen es, eine Energiepolitik zu machen, wo wir die Klimaschutzziele gar nicht mehr erreichen können. Und gleichzeitig fehlt eine soziale Ausrichtung dieser Energiepolitik, weil wir nämlich vor dem Faktum stehen, dass nicht nur die Ziele bei der Energiewende nicht erreicht werden, sondern gleichzeitig noch nie so vielen Verbrauchern Strom und Gas abgedreht wurde wie in 2015. Das ist die traurige Bilanz. Das hat auch damit zu tun, dass wir beim Netzausbau nicht vorankommen, dass so viel Erneuerbare abgeriegelt werden wie noch nie. Und da müssten Sie eigentlich viel stärker nach vorne gehen. Was Sie zu verantworten haben in diesem Jahr, ist, dass Sie eine Kohleabgabe nicht durchsetzen konnten, aber sich eine Kohlereserve eingefangen haben in Größenordnung von 1,6 Milliarden. Dabei ist der Ausstieg aus der Kohleverstromung der Trend, den wir international beobachten können. Ich kann Ihnen nur zurufen. Die Kanzlerin hat uns gestern in einer sehr eindringlichen Rede zu neuem Denken aufgefordert. Ich sage Ihnen, Kohleverstromung, das ist altes Denken. Und gerade auch in dem Zusammenhang von Klimaschutz und Flüchtlingsbewegungen kann ich Ihnen nur sagen, mehr Mut auch in der Industriepolitik zu neuem Denken. Nur dann wird eine gesamte glaubwürdige Strategie für die Industrienation Deutschland daraus. Letzter Punkt, Herr Gabriel, noch eine Frage. Sie haben jetzt einen Vorschlag gemacht in einem Brief, ist ja auch witzig, der Vizekanzler schreibt zusammen mit dem französischen Kollegen Macron einen Brief an die Kanzlerin und den französischen Präsidenten. Wir schlagen vor, einen gemeinsamen Fonds von 10 Milliarden zur Bewältigung der Flüchtlingskrise. Das Thema ist wichtig. Die Anrainerstaaten rund um den regionalen, so schrecklichen Konflikt in Syrien, da muss reagiert werden. Aber beantworten Sie mir bitte mal, soll das jetzt hier unsere Haushaltsberatung noch berühren? 10 Milliarden sind kein Pappenstiel. Warum ist es nicht besser, die etablierten Ebenen der EU Mittel und Wege zu bestreiten? Herr Minister, Sie sind Vizekanzler dieses Landes. Sie können solche richtigen Fragen nicht mal so locker wie mit einem offenen Ideenwettbewerb über die Medien bedienen. Das kann man nicht ernst nehmen. Sorgen Sie dafür, dass Sie das vielleicht hier heute klären in Ihrer Rede. Schönen Dank. Mehr Fragen als Orientierung beklagt Anja Heiduck sowohl bei den Wirtschafts- als auch bei den energiepolitischen Prioritäten im Haushalt von Sigmar Gabriels Wirtschaftsministerium. Nächster Redner ist Andreas Mattfeld für die CDU. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, meine vergangenen Reden zum Abschluss der Haushaltsberatung des Wirtschaftsministeriums waren immer geprägt von den wirtschaftlichen Rahmendaten und fast schon erfolgsverwöhnt konnten wir uns über eine langanhaltende, aber auch vor allen Dingen eine anständige wirtschaftliche Entwicklung freuen, von der vor allem auch der Arbeitsmarkt und in dessen Folge auch die Haushalte von Bund, Ländern, aber auch Kommunen mit sprudelnden Steuereinnahmen profitierten. Und dies gilt auch für das Haushaltsjahr 2016. Ja, meine Damen und Herren, diesem Land geht es nunmehr seit einigen Jahren sehr gut. Und durch unsere wirtschaftliche Stärke haben wir uns große Aufgaben zugetraut. So haben wir beschlossen, eine Energiewende einzuleiten, die in Art
und Umfang für eine Volkswirtschaft unserer Größenordnung einmalig ist und die bei Erfolg beispielhaft auch für andere Nationen sein kann. Und auch die Bewältigung der Verschuldungskrise im Euroraum, die wäre eben ohne die wirtschaftliche Stärke Deutschlands, so bin ich sicher, nur ganz, ganz schwerlich zu bewältigen gewesen. Aber auch erhebliche Mehrausgaben für soziale Wohltaten, wie zum Beispiel bei der Rente oder auch die massive Entlastung der Kommunen, konnte der Bund scheinbar mühelos schultern. Mehrausgaben bei Infrastrukturprojekten, wie zum Beispiel für den immer noch nicht fertiggestellten Flughafen Berlin-Schönefeld, kann dieses Land anscheinend spielend verkraften, um nur ganz wenige ausgaberelevante Themen zu nennen. Die größte Herausforderung, und da müssen wir, glaube ich, jetzt aufpassen, dass wir uns eben nicht verheben, die steht uns erst noch bevor. Die Bewältigung der größten Fluchtbewegung bestimmte deshalb nicht nur diese Woche die Debatten, sondern auch die gesamten Haushaltsberatungen. Die Flüchtlingsbewegung wird ganz, ganz sicher unser politisches Handeln auch in den kommenden Jahren noch bestimmen. Und dabei mag ich mir gar nicht vorstellen, wie die Situation in Deutschland aussehen würde, wenn wir die derzeitigen Flüchtlingszahlen bei wirtschaftlicher Rezession, bei Haushaltsdefiziten, bei hoher Arbeitslosigkeit bewältigen müssten. Und schon hieran sehen Sie, dass die Bewältigung des Flüchtlingsstromes neben allen sozialen Problemen vor allem eben auch ein großes Wirtschaftsthema ist. Und ja, Herr Vizekanzler, dieses Land ist stark. Und bei unserer demografischen Entwicklung kann dieses Land sicherlich auch Zuwanderung verkraften. Nein, ich bin mir sicher, diese Zuwanderung ist sicherlich sogar notwendig, um unsere großen sozialen Aufgaben auch in den kommenden Jahrzehnten bewältigen zu können. Was wir aber nicht bewältigen können, das ist die Geschwindigkeit und das ist die Anzahl der zu uns kommenden Menschen. Bei dieser Geschwindigkeit und bei dieser Anzahl ist eine Integration in unser gesellschaftliches System und den Arbeitsmarkt nach meiner festen Überzeugung nahezu unmöglich. Herr Vizekanzler, ich bin seit über 25 Jahren in vorderster Front in der Politik, sowohl im kommunalen wie auch auf bundespolitischer Ebene aktiv. 15 Jahre davon hauptberuflich. Jede politische Herausforderung, jedes umzusetzende Gesetz habe ich, ob es mir nun passte oder nicht, vor allem auch als Bürgermeister immer umgesetzt, ganz nach dem Motto, man jammert nicht, man löst das Problem. Das erste Mal habe ich aber als politischer Entscheidungsträger in diesen Monaten den Eindruck, dass wir als Staatsgewalt die Kontrolle in der Flüchtlingskrise verloren haben. Wir haben die Kontrolle verloren, vielleicht auch, weil wir uns nicht trauen, unpopuläre Dinge auszusprechen und durchzusetzen, zum Beispiel, dass die Aufnahmekapazität von Flüchtlingen in diesem Land überschritten ist und auch Rückweisungen kein Tabu mehr sein dürfen. Sie dürfen sich gerne melden. Ich bin gerne bereit, Zwischenfragen zu beantworten. Dann hört auch das Volk Sie. Aber auch, und da schaue ich leider auf die sehr spärlich besetzte Länderbank, dass wir Rückführungen von nichtbleibeberechtigten Personen in nennenswerter Anzahl einfach derzeit nicht umsetzen. Liebe Kollegen aus den Ländern, es ist Ihre Aufgabe, und ich fordere Sie eindringlich auf, Rückführungen konsequent durchzuführen, damit wir auch zukünftig den wirklich von Verfolgung bedrohten Menschen Hilfe bieten können. Wir brauchen zwingend und wir brauchen dringend ein solches Signal. Und meine Damen und Herren, wir dürfen unser Land nicht überfordern. Gerade auch deshalb ist es wichtig, dass wir bei der Aufstellung von Haushalten eben auch zukünftig Maß halten. Und leider habe ich den Eindruck, dass nahezu in allen Ressorts die Flüchtlingsbewältigung dazu genutzt wird, um erheblichen Stellenaufwuchs und mehr Ausgaben zu begründen. Ich habe schon die Befürchtung, meine Damen und Herren, dass mit einem solchen dauerhaften Verhalten alle Dämme brechen und eine Politik der schwarzen Null im Haushaltsbereich aufgegeben werden soll. Ich halte das für den absolut falschen Weg. Und als Berichterstatter für das Wirtschaftsministerium möchte ich dazu beitragen, dass es uns gelingt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch zukünftig positiv auszugestalten, damit zum Beispiel gerade die wirtschaftlich wichtigste Säule und der Stabilitätsfaktor unserer Volkswirtschaft, nämlich der Mittelstand, auch zukünftig erfolgreich ist.
Eine Eintrübung der wirtschaftlichen Lage können wir in den kommenden Jahren, nun weiß Gott, nicht mehr bewältigen. Und deshalb kommt diesem Wirtschaftsetat eine besondere, sogar außergewöhnliche Bedeutung zu. Und insgesamt umfasst der Haushalt von Minister Gabriel im Jahr 2016 7,622 Milliarden Euro. Und er fährt so einen Aufwuchs von über 95 Millionen Euro gegenüber dem eingebrachten Regierungsentwurf. Ein Großteil hiervon, nämlich über 40 Millionen Euro, fließt sogar in das CO2-Gebäudesanierungsprogramm. Und ganz wichtig, meine Damen und Herren, das war die Ausweitung der Fördermittel für den Mittelstand. Hier haben wir insgesamt 21 Millionen Euro mehr bereitgestellt, als vom Ministerium ursprünglich geplant war. Und ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen, wie wichtig denn der Mittelstand für die Wirtschaftskraft unseres Landes und für Arbeitsplätze ist. Das hören die jeden Tag. Sagen darf ich aber, dass ich mich sehr gefreut habe, dass ein Unternehmen aus meinem Wahlkreis durch unsere Unterstützung einen sogenannten Tankreinigungsroboter, der Arbeitsname gefiel mir sehr gut, T-Rex, entwickeln konnte, der eben nicht nur erhebliche Arbeitsplätze geschaffen hat, sondern dem Unternehmen sogar den Arbeitsschutzpreis 2015 eingebracht hat. Auch dies, wie ich meine, ein ganz schöner Nebeneffekt unserer Förderung. Denn gerade Arbeitsschutz wird auch heute noch zu wenig in den Blickpunkt gerückt und manches Mal leider vernachlässigt. Und außerdem war es wichtig, die Gelder für die Unterstützung der Wirtschaft bei Auslandsmessen wieder anzuheben. Hier haben wir eine Kürzung von ca. 500.000 Euro zurückgefahren. Und ich habe mich gefreut, dass dies auch mein Koalitionsmitberichterstatter, lieber Thomas, herzlichen Dank dafür so gesehen hat. Und wir konnten durch kluge Umschichtungen sogar ca. 2 Millionen Euro mehr für Auslandsmessen bereitstellen. Gerade die Präsenz des Wirtschaftsministeriums auf Messen im Ausland bietet für kleine und für mittelständische Unternehmen die Möglichkeit, mit sehr geringem Aufwand sich zu präsentieren und so Umsatz und Marktanteile weltweit zu sichern. Und als Norddeutscher habe ich mich gefreut, dass es uns gelungen ist, die maritime Wirtschaft und die damit verbundenen Chancen für die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen in den Blickpunkt zu rücken. Insgesamt haben wir für den Schiffbau 10 Millionen Euro zusätzliche Förderung für technische Innovationen bereitgestellt. Und ich bedauere sehr, dass mein Heimatland Niedersachsen die maritime Wirtschaft nunmehr schon seit einigen Jahren sehr, sehr stiefmütterlich behandelt, obwohl gerade Niedersachsen von diesen Mitteln massiv profitieren könnte. Leider hat sich Niedersachsen in den letzten gerade 3 Jahren geweigert, die notwendige Kofinanzierung der Förderung mitzutragen, sodass niedersächsische Schiffbauunternehmen hiervon nicht profitierten. Ich hoffe sehr, da auch eben noch der Länderbeitrag von uns Haushältern massiv gesenkt wurde und ab nächsten Jahr eben nur noch ein Drittel, vormals waren das 50%, beträgt, dass Niedersachsen sich seiner Verantwortung bewusst wird und die Blockadehaltung hier aufgibt. Und Herr Minister, vielleicht können auch Sie hier noch einmal mit Ihren niedersächsischen Verbindungen vermitteln. Und eine weitere Branche, die ich für wichtig halte und über die viele in unserem Land am liebsten auch nicht sprechen, das ist die Rüstungsindustrie. Dabei verkennen wir, dass auch hier inklusive der Zulieferbetriebe nahezu 350.000 Menschen Beschäftigung finden und die mit ihrem Know-how auch die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes und der westlichen Wertegemeinschaft sichern. Herr Minister, ich glaube, wir sollten uns sehr schnell unterhalten, ob wir mit der auch von Ihrer Seite verbal geäußerten restriktiven Rüstungspolitik nicht übers Ziel hinauslaufen. Und hiermit meine ich keinesfalls die Diskussion um Panzerlieferungen in problematische Regionen, sondern erheblich unproblematisch gelagerte Fälle. Es kann doch nicht sein, dass Mitarbeiter im Ministerium und im BAFA mittlerweile so verunsichert sind, dass selbst der Export von gepanzerten Limousinen für die UNO nur schwerlich möglich ist oder Genehmigungen zum Beispiel für Sonargeräte zur Küstensicherung in unproblematische Länder nur nach heftigster Intervention durch Parlamentarier erfolgen. Von viel zu spät gelieferten schusssicheren Westen in die Ukraine mag ich gar nicht mehr sprechen. Und im Ausland wird von der Konkurrenz schon mit dem Faktor German Free Product geworben, sodass ich befürchte, dass Arbeitsplätze massiv gefährdet sind und ins Ausland verlagert werden. Ich jedenfalls halte das für gefährlich, meine Damen und Herren. Und eine besondere Bedeutung für die deutsche Wirtschaft hat natürlich auch die Luftfahrt. Hier haben wir vor kurzem erneut gute Nachrichten aus dem Hause Airbus gehört. Die Chinesen haben 130 Flugzeuge vom A320 im A330 bestellt.
Aber gleichzeitig bekommt Airbus eben auch, das haben wir auch gelesen, enorme Konkurrenz aus China, die ja bekanntlich demnächst ein eigenes Mittelstreckenflugzeug serienfertig entwickeln bzw. bauen wollen. Airbus hat damit weitere ernstzunehmende Konkurrenz bekommen, aber wir kennen das Unternehmen, die werden sich mit Sicherheit noch mehr hier ins Zeug legen, denn Wettbewerb belebt ja bekanntlich das Geschäft, und ich bin sicher, dass der Deutsche Bundestag dieses erfolgreiche Unternehmen, an dem wir als Bundesrepublik Deutschland nicht unerheblich beteiligt sind, auch zukünftig im Rahmen der notwendigen Möglichkeiten unterstützen wird. Meine Damen und Herren, zum Schluss meiner Rede möchte ich Danke sagen. Danke sagen bei Ihnen ganz persönlich, Herr Minister, aber ganz besonders auch bei Ihrem Staatssekretär Rainer Sontowski sowie dem gesamten Haushaltsreferat. Danke auch bei den Kolleginnen und Kollegen Berichterstatter für den Einzelplan 09. Die Haushaltsberatungen haben trotz der Arbeitsintensität Spaß gemacht. Und das liegt eben nicht zuletzt am guten Miteinander, das wir pflegen. Ich bitte um Zustimmung für diesen Einzelplan, dem auch die Opposition mit ruhigem Gewissen zustimmen könnte. Dankeschön. Andreas Mattfeld aus der CDU, also aus der Unionsfraktion, hat hier noch einmal begründet, warum er und seine Fraktion, aber auch die Große Koalition, diesen Haushalt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für richtig aufgestellt hält. Und sehr viel Widerspruch wird es da jetzt nicht geben von Hubertus Heil, dem einem der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD. Haushaltsdebatten abwechselnd Vertreter der Regierungsfraktionen und der Oppositionsfraktionen sprechen. Heute ist das mal anders. Als ich die Rednerliste gesehen habe, dachte ich, ich spreche nach einem Kollegen, Herr Mattfeld von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, einer Regierungsfraktion. Aber mit Verlaub, Teile Ihrer Rede waren eher eine Oppositionsrede. Das sollten Sie mit Ihrer Parteivorsitzenden besprechen. Denn, Herr Mattfeld, das meine ich ganz ernst. Die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein. Viele Menschen machen sich Sorgen. Die wahnsinnigen Anschläge in Paris, in Bamako, in Beirut, an vielen Orten dieser Welt haben Furcht, haben Entsetzen verbreitet. Wir haben heftige internationale Konflikte. Ja, und Sie haben es erwähnt, wir haben in Europa, aber vor allen Dingen in Deutschland, eine Riesenfluchtbewegung zu bewältigen. An dieser Stelle ist es wichtig, nicht klein-klein sich mit Stimmung auseinanderzusetzen, sondern Verantwortung zu übernehmen. Ohne Zweifel, wir müssen die Flüchtlingsbewegung in den Griff bekommen und staatliche Handlungsfähigkeit zeigen. Als Regierungsfraktionsabgeordneter darf man aber nicht bejammern staatlichen Kontrollverlust, sondern muss seinen Beitrag dafür leisten, dass wir staatliche Kontrolle bekommen, Herr Macron. In einem sind wir uns dann wieder einig, und dann sind wir doch Regierungspartner. Wir müssen mit Realismus an diese Herausforderung gehen, wir können es aber auch mit Zuversicht. Denn die ökonomische Stärke unseres Landes, die ist gleichzeitig eine Stärke, die uns in die Lage versetzt, auch menschliche Stärke zu zeigen. Die ökonomische Stärke unseres Landes verleiht uns politisches Gewicht in der Welt, in Europa und gibt uns politische Verantwortung zum Handeln. Und deshalb, wir reden über den Haushalt des Bundeswirtschaftsministeriums. Stellen Sie sich einmal vor, wir wären in einer anderen ökonomischen Lage angesichts dieser Herausforderung. Mir wäre wirklich Angst und Bange. Aber die ökonomische Stärke, die wir haben, die an den Kennziffern festzustellen ist, die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der deutschen Einheit, ein Wirtschaftswachstum bei allen weltwirtschaftlichen Erschütterungen immerhin von 1,7% in diesem Jahr und prognostiziert von 1,6% im nächsten Jahr, also ein robustes Wirtschaftswachstum, und ein Geschäftsklima in der deutschen Wirtschaft nach dem IFO-Geschäftsklimaindex, das zeigt, dass trotz all dieser Herausforderungen die deutschen Unternehmen zuversichtlich in die Zukunft gucken. Das, meine Damen und Herren, ist etwas, was uns die Stärke verleiht, die zugegebenermaßen großen Herausforderungen zu bewältigen. Herr Mattfeld, Sie haben erwähnt, wie lange Sie politisch tätig sind. Ich gebe zu, ich bin auch seit 1998 Mitglied dieses Hauses, seit 17 Jahren. Wir haben viele Krisen erlebt. Wir haben viele schwierige Zeiten zu bewältigen gehabt. Ich kann mich an den Kosovo-Krieg erinnern, an 9/11, an innenpolitische Auseinandersetzungen um die Agenda 2010, an Bankenkrisen, an vieles andere mehr. Richtig, die Herausforderungen von heute sind andere und sie sind größer. Aber ich glaube, der Satz, wir schaffen das, wenn er nicht eine reine Durchhalteparole ist, muss einer sein, der sagt auch, wie wir es schaffen. Und das heißt, wir müssen gerade angesichts der Herausforderungen unseren Job tun, damit wir die wirtschaftliche Stärke halten, damit wir das menschlich auch vernünftig hinbekommen. Und genau das tut diese Bundesregierung, meine Damen und Herren. Ich will das
deutlich sagen, denn jenseits des Zahnbildes, das die Linkspartei hier beschrieben hat, ist die wirtschaftliche Stärke, die Nachfrage in diesem Land und die Wettbewerbsfähigkeit etwas, was die wirtschaftliche Kraft ausmacht. Das Wirtschaftswachstum, Herr Dehm, wird eben nicht nur getragen von einer starken und wettbewerbsfähigen Wirtschaft, gucken Sie sich mal die Statistiken genau an, sondern von einer stabilen und starken Nachfrage und Kaufkraft in diesem Land. Nach Jahren ist die Lohn- und Gehaltsentwicklung endlich wieder positiv. Und wir brauchen eben beides. Wettbewerbsfähigkeit, Exportstärke und starke Binnennachfrage und Investitionen. Starke Auswärtsspiele und starke Heimspiele. Das macht die deutsche Wirtschaft heutzutage aus. Und darauf können wir alle miteinander stolz sein, meine Damen und Herren. Das betrifft auch die Themen, die wir vor der Brust haben. Wir werden beherzt das Thema Digitalisierung angehen müssen, weil es die Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes berührt, weil es Riesenproduktivitätsfortschritte verspricht, wenn wir uns auf diesen Weg machen. Aber wer von Industrie 4.0, wer von Wirtschaft 4.0 redet, der darf von Arbeit 4.0 nicht schweigen. Die Stärkung der Mitbestimmung wird ein entscheidender Faktor sein, im Umstieg zu digitaler Produktion in unseren Fabriken erfolgreich zu sein. Gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gegen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht das nicht. Und deshalb ist es gut, dass dieser Bundeswirtschaftsminister auf die Partnerschaft zwischen Wirtschaft, Gewerkschaften und Wissenschaft setzt. Dabei hat er unsere Unterstützung. Zweitens, meine Damen und Herren, das Thema Energiepolitik hier angesprochen worden. Aufgrund der Kürze der Redezeit werde ich das nicht vertiefen können, aber so viel an die Adresse der Grünen. Wir setzen die Energiewende so um, dass sie erfolgreich ist. Und da sage ich mal, bei allen Unkenrufen, die Sie hier vom Stapel lassen, der Ausbau der Erneuerbaren geht weiter. Wir wollen aber dafür sorgen, dass er so weitergeht, dass es bezahlbar ist und dass Systemintegration noch stattfinden kann. Deshalb machen wir Aufräumarbeiten an der Energiewende. Und auch da hat der Bundeswirtschaftsminister unsere Unterstützung. Das ist kein leichtes Geschäft, aber es ist wichtig, damit die Energiewende zum Erfolg wird in diesem Land. Ja, die Erneuerbaren, denen gehört die Zukunft, Stück für Stück. Aber wir müssen dafür sorgen, dass es an dieser Stelle auch Effizienz beim Ausbau gibt, was die Kosten betrifft, und Planbarkeit, auch was die Systemintegration betrifft. Und deswegen werden wir konsequent auch die Erneuerbaren, die inzwischen 33% der Produktion ausmachen, an den Markt heranführen. Wir werben um Ihre Unterstützung, damit wir die Energiewende schaffen und nicht gegen die Wand setzen, meine Damen und Herren. All das, was wir vor der Brust haben, ob bei den großen Herausforderungen unserer Zeit, bei der Digitalisierung, bei der Frage, wie wir die Energiewende vom Kopf auf die Füße stellen, damit sie eine sichere und saubere Energieversorgung für die Zukunft unseres Landes ist. All das machen wir, weil es uns um eins geht, meine Damen und Herren. Wir setzen auf eine aktive Wirtschaftspolitik. Sigmar Gabriel betreibt eine aktive Wirtschaftspolitik, weil es uns darum geht, die Zukunft unseres Landes zu sichern. Herzlichen Dank. Unverhofft kommt oft, stellen wir fest, denn es gab keineswegs nur Zustimmung von Hubertus Heil zur Rede von Andreas Mattfeld, beide ja doch innerhalb der Großen Koalition, aber Einigkeit dann doch in der Frage, dass die ökonomische Stärke Deutschlands, wenig Arbeitslose, gutes Wirtschaftswachstum, die Herausforderungen bewältigen lässt. Der nächste Redner kommt aus der Linksfraktion. Es ist deren wirtschaftspolitischer Sprecher Michael Schlecht. Voraussichtlich knapp 240 Milliarden Euro mehr ans Ausland verkaufen, als sie aus dem Ausland bezog. Seit dem Jahr 2000 summieren sich diese deutschen Exportüberschüsse bis Ende dieses Jahres dann auf mehr als 2 Billionen Euro. Möglich ist das natürlich nur, weil gleichzeitig Deutschland diese 2 Milliarden Euro, diese 2000 Milliarden Euro dem Ausland leid. Das Ausland verschuldet sich immer mehr bei uns. Wie nachhaltig ist das gar nicht? Das ist überhaupt nicht nachhaltig. Diese Entwicklung drückt sich aus in einem gigantischen Leistungsbilanzüberschuss, der dieses Jahr bei 8,5% liegen wird. Der Leistungsbilanzüberschuss ist etwas höher, der ist 250 Milliarden Euro. Und wie gesagt, möglich ist dies nur, indem das Ausland beständig gezwungen wird, sich immer mehr zu verschulden. Gleichzeitig haben wir hier eine Regierung, die immer wieder verkündet, Verschuldung sei das Schlimmste der Welt. Aber man nimmt es billigend in Kauf, dass das Ausland sich wegen der deutschen Exportüberschüsse beständig mehr verschuldet. Die Bundesrepublik, die Bundesregierung betreibt nicht nur eine Wirtschaftspolitik, die unfair gegenüber dem Ausland ist, sondern sie bricht damit auch europäisches Recht. Der Leistungsbilanzüberschuss darf nämlich nur nach den Regeln 6% betragen. 8,5 beträgt er. Er beträgt schon mehrere Jahre mehr als 6%.
Aber da die Bundesregierung das wahrscheinlich schon immer vorausgesehen hat, dass sie diese Regeln brechen wird, hat sie vorgesehen in den europäischen Regeln, dass dies eine Regelverletzung ist, die nicht sanktioniert wird. Ich sage mal so, so kann man auch europäisches Recht mit Füßen treten. Und das finde ich ist ein Skandal. Wenn Wirtschaftsminister Gabriel, wir kennen das ja aus früheren Diskussionen, immer wieder diese Exportüberschüsse hochhält, hier an Zwischenrufen hört sich das ja auch so an, dann muss man deutlich sagen, dass diejenigen, die das tun, sie wollen, dass dauerhaft die Schulden des Auslandes weiter ansteigen und sie wollen dem Ausland jegliche Chancen nehmen, sich irgendwann mal einmal zu entschulden. Wer bildet sich eigentlich ein, dass die Länder, dass andere Länder das auf Dauer so hinnehmen? Ich weiß nicht, das ist hier in Deutschland wenig bekannt, aber es gibt in Italien und in Frankreich und in anderen, gerade europäischen Ländern, natürlich Diskussionen immer wieder, ob man mit diesem Deutschland, das so unfair und quasi mit wirtschaftsimperialistischen Zügen sich betätigt, dass es Diskussionen gibt, ob es nicht besser wäre, aus einem Euro auszusteigen, in dem ein derartiger, man muss schon sagen, wie ein Fuchs im Hühnerstall sich bewegendes Deutschland operiert. Wir brauchen eine Umkehr in der Wirtschaftspolitik und wir müssen endlich auch in Deutschland Defizite im Außenhandel machen, um die Verschuldung des Auslands zu helfen, dass die abgebaut wird und damit die internationalen Ungleichgewichte abgebaut werden. Die Probleme sind ja deshalb vor allem hier entstanden, weil in den letzten 15 Jahren die Binnennachfrage viel zu sehr stranguliert worden ist und damit die Importe viel schwächer angestiegen sind als die Exporte. Und der eigentliche Kern des Problems ist eine desaströse Lohnentwicklung, die endlich umgekehrt werden muss. Im Vergleich zum Jahre 2000 liegen die Reallöhne je Beschäftigten heute kaum höher als damals. Ich finde, das ist ein Skandal in einem so reichen Land. Und wäre nicht in den letzten Jahren, wie mein Vorredner es ja betont hat, die Reallöhne ein bisschen angestiegen, dann würden diese Reallöhne heute deutlich unter der Nullmarke im Vergleich zum Jahre 2000 liegen. Also das, was da an Verlusten entstanden ist, ist längst nicht eingestellt. Deswegen muss dort eine Umkehr passieren. Die Entwicklung der Tariflöhne ist dabei ja noch gar nicht mal das vorrangige Problem. Obgleich mit Leiharbeit, Befristung, Werkverträgen den Gewerkschaften dicke Knüppel zwischen die Beine geworfen wurden. Und in der Folge waren die vielen Tarifabschlüsse auch nicht besonders berauschend. Nein, das eigentliche Problem ist, dass durch die Politik der letzten 15 Jahre die Tarifbindung immer mehr zerbröselt ist. Heute arbeiten nur noch 50% der Beschäftigten unter dem Schutz eines Flächentarifvertrages. Und das in so einem Land wie Deutschland, das ist doch ein Skandal. Und bei diesen Beschäftigten, die quasi wie im Frühkapitalismus arbeiten müssen und jede Bedingung akzeptieren müssen, die ihnen der Unternehmer diktiert, dort sind vor allen Dingen die Löhne in den letzten 15 Jahren in den Keller gerauscht. 17, 18, 19% niedriger pro Kopf liegen sie als im Jahre 2000. Und es ist doch ein Skandal, dass zum Beispiel große Unternehmen wie Amazon sich vor einem Tarifvertrag in diesem Land drücken können. Was unternimmt eigentlich diese Regierung, um den für einen Tarifvertrag streikenden Kolleginnen und Kollegen zu helfen? Nichts. Das ist auch ein Skandal in diesem Lande. Es kann doch nicht angehen, dass solche Unternehmen walten und schalten können mit den Beschäftigten, wie sie wollen. Es gab ja sogar einen Kanzler, der war stolz darauf, dass er in Deutschland eine Politik gemacht hat, die zu diesem Niedriglohn führte. Ich finde, das ist wirklich schon peinlich. Die Lösung dieser Entwicklung ist doch eigentlich ganz einfach. Wir brauchen eine Umkehr in den Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt. Wir brauchen ein Verbot der Leiharbeit, der sachgrundlosen Befristungen. Wir brauchen endlich auch ein Vetorecht des Betriebsrates bei Werkverträgen und auch bei Outsourcing-Strategien der Unternehmen. Das wäre notwendig, um unser Land wieder voranzubringen. Und ich sage Ihnen noch mal eins. Diese Außenhandelsungleichgewichte, das ist nichts technisches, spielerisches, sondern das ist eine Gefahr, gerade auch für die internationale friedliche Zusammenarbeit.
Und wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich Ihnen auch noch ausführen, inwieweit dies auch mit negative Rahmenbedingungen setzt für viele Dinge, die uns heute hier in diesem Lande im Hinblick auf internationale kriegerische Auseinandersetzungen bedrohen. Dankeschön. Der Bundestag diskutiert über den Haushalt vom Bundesminister Sigmar Gabriel, also den Etat des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Und hier gibt es jetzt eine Neuauflage unseres Interviews von heute Morgen mit den beiden Interviewpartnern, die wir haben, allerdings hintereinander. Und zunächst Michael Fuchs für die Unionsfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe mir zuerst überlegt, ob ich auf den Kollegen schlecht eingehe, aber mir ist dabei schlecht geworden. Ich lasse es deswegen sein, denn das hat nun wirklich keinen Sinn. Die Aussagen, die er da von sich gegeben hat, das mag ja bei der VEB DDR funktioniert haben. Wir haben das Resultat 1989 dann bei dem Zusammenbruch erlebt. Hier in diesem Parlament brauchen wir das Ganze nicht. Ja, der hat Gott sei Dank in Baden-Württemberg nichts zu sagen, sonst wird es dem Land auch schlecht gehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Deutschland geht es gut. Die Kanzlerin hat es gestern betont. 43,4 Millionen Erwerbstätige, rund 30 Millionen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Das ist eine Erfolgsstory. Und das können Sie auch nicht wegdiskutieren, was auch immer Sie da erreichen wollen. Nur die Situation ist so, dass wir jetzt vor gewaltigen Herausforderungen stehen. Die Herausforderungen kommen durch die große Flüchtlingswelle, die wir bewerkstelligen müssen, wo wir gefordert sind, Lösungen zu finden. Und das heißt auch, dass wir darauf achten müssen, dass es nicht dazu kommt, dass diese Leute keine Perspektive in Deutschland haben. Denn wenn sie keine Perspektive in Deutschland haben, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dann kommt die Situation so, wie wir es in den französischen Banlieues erleben. Es ist ja nun tragisch, was in Paris passiert ist. Es ist furchtbar, was dort passiert ist. Aber es sind junge Franzosen und junge Belgier, die diese Anschläge gemacht haben. Man muss sich bitte überlegen, woher das kommt. Das kommt daher, weil die perspektivlos in diesen Banlieues, in den Vorstädten von Paris und auch von Brüssel gelebt haben und keine Chancen gehabt haben, dass sich das ändert. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir eine Wirtschaftspolitik machen, die die Arbeitskräfte schafft, die die Arbeitsplätze schafft, die dazu führt, dass so junge Leute in Deutschland eine Chance haben. Das ist unsere Aufgabe und die sehe ich auch genauso. Und ich bin da mit Hubertus Heil völlig einig, dass wir jetzt darüber nachdenken müssen, wo Fehler liegen und wie wir diese Fehler verändern. Und ich will bei der Energiepolitik anfangen. Ich bin gar nicht dagegen, dass wir den erneuerbaren Ausbau wollen und dass wir das machen. Nur, er muss auch, und wir haben das in dieser Koalition beschlossen, berechenbar und planbar sein. Dazu gehört für mich auch, dass wir die Zielvorgaben, die wir haben, auch einhalten. Und das tun wir in vieler Hinsicht nicht. Beim Windausbau onshore liegen wir roundabout doppelt so hoch, wie wir es uns mal vorgenommen haben. Im letzten Jahr sind ungefähr 4,5 Gigawatt aufgestellt worden. Geplant waren 2,5. Und in diesem Jahr werden es über 5 Gigawatt sein. Geplant waren ebenfalls 2,5. Und das führt dazu, dass wir mittlerweile 16 Terawattstunden mehr an Strom haben, als wir geplant haben und mit den Kosteneffekten, die das Ganze auslöst. Und da bin ich wiederum mit Hubertus Heil völlig einig. Die Kosteneffekte müssen wir in den Griff kriegen. Ein Großabnehmer zahlt mittlerweile 150 Euro pro Megawattstunde. Ein Haushalt zahlt alleine jetzt rund 250 Euro EEG-Kosten. Das waren 2010 noch 80 Euro. Und über 1.000 Euro mittlerweile an Strom für den Haushalt. Das ist zu viel. Das ist Kaufkraft, die wir abschöpfen, die für andere Bereiche nicht zur Verfügung steht. Und es darf auch keinen Feldzug, meine Damen und Herren, gegen die großen EVUs gehen, wie es Grüne und Linke gerne machen. Denn wir brauchen kapitalstarke Unternehmen, die dieses kapitalintensive System wie die Stromversorgung Deutschlands garantieren und die auch dafür sorgen, dass wir nach wie vor Versorgungssicherheit haben. Es ist nun mal dummerweise so, dass wir das ein oder andere Mal die berühmte Dunkelflaute haben und kein Windstrom und keine Sonne zur Verfügung steht. Gucken Sie bitte, wenn Sie es mir nicht glauben wollen, schlicht und ergreifend aus dem Fenster. Die Grünen wollen zwar erreichen, dass auch nachts die Sonne scheint, aber bis jetzt relativ erfolglos. Und deswegen müssen wir Lösungen dafür finden. Und ich will auch eins nicht haben. Ich will eins nicht haben. Ich will nicht haben, dass wir ab 2019 gezwungen sind,
gezwungen sind, Atomstrom aus Tschechien und Kohlestrom aus Polen zu importieren. Das wird nämlich die Konsequenz sein. Das Bundeswirtschaftsministerium hat uns schon darauf aufmerksam gemacht, Herr Minister, dass das auf uns zukommen wird. Meine Damen und Herren, das ist auch für mich nicht glaubwürdig. Und bei den großen Unternehmen haben wir immerhin 280.000 Beschäftigte. Und ich möchte, dass auch die eine Perspektive in Deutschland haben und nicht durch Maßnahmen, die wir hier ergreifen, gefährdet werden. Meine Damen und Herren, ein zweites Thema möchte ich ansprechen. Das sind die Werkverträge, die Zeitarbeit. Ich bin sehr froh, dass die Kanzlerin gestern oder vorgestern bei der BDA, bei der Jahreshauptversammlung, sehr deutlich gemacht hat, dass wir den Koalitionsvertrag einhalten, aber in keiner Weise über diesen Koalitionsvertrag hinausgehen. Und da sollte bitte dann auch das Bundesarbeitsministerium darauf eingehen und dafür sorgen, dass das, was vereinbart ist, auch genau so gemacht wird und eben nicht weiter hinausgegangen wird. In dem Diskussionsentwurf können selbstständige Betreiber einer Werkskantine, einer IT-Servicekräfte oder Mitarbeiter von Wach- und Sicherheitsdiensten rückwirkend zu Arbeitnehmern in dem Betrieb bestimmt werden, ohne dass sie sich dagegen wehren können, ohne dass weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer die Möglichkeit hat, zu sagen, das wollen wir nicht. Das kann nicht sein. Diese Überbestimmung, die muss zurückgeführt werden. Das ist auch nicht im Koalitionsvertrag vereinbart. Und ich bitte das Arbeitsministerium, den so zu verändern, beziehungsweise das Bundeskanzleramt, ihn in dieser Fassung zurückzuweisen. Und es kann auch nicht sein, dass bei dem Bereich der Zeitarbeitsverträge alle Sachleistungen eingerechnet werden müssen und die dann in Geldwertevorteile umgerechnet werden sollen. Das gibt eine Bürokratie, die ist überhaupt nicht bewältigbar, denn es gibt über 170 weitere mögliche Bestandteile an Sachleistungen und die können wir nicht alle umrechnen. So viel wollen wir nicht haben. Meine Damen und Herren, die Zeitarbeit und auch die Werkverträge sind eine Brücke in den ersten Arbeitsmarkt. 63% der Zeitarbeitnehmer waren vor Eintritt in die Zeitarbeit arbeitslos. Aus diesem Potenzial kommen die Zeitarbeitnehmer. Und diese Brücke dürfen wir um Gottes Willen nicht kaputt machen. Im Gegenteil, wir werden sie jetzt bei der Flüchtlingsproblematik sehr intensiv brauchen. Meine Damen und Herren, ich bin ja immer gerecht. Ich habe für jeden was mitgebracht, auch für den Bundesjustizminister, verehrter Herr Maas, ich freue mich, dass Sie hier sind. Denn ich würde Sie bitten, und zwar ganz schnell bitten, dass Sie bei den mittelständischen Unternehmen helfen. Und zwar im deutschen Bilanzrecht muss etwas passieren. Im Handelsgesetzbuch müssen wir oder dürfen wir die Unternehmen nicht für die ultralockere Geldpolitik der letzten Jahre büßen lassen. Sie wissen, was ich meine. Die drastisch gesunkenen Marktzinsen führen dazu, dass die Zinssituation sich verändert hat, dass bei niedrigeren Zinsen höhere Rückstellungen notwendig sind. Diese höheren Rückstellungen führen wiederum zu einer Schwäche bei den Investitionen, führen wiederum zu einer Problematik bei den Pensionen, weil viele Unternehmen dann sagen, dann kann ich keine betrieblichen Pensionen mehr machen und wir könnten das relativ schnell heilen. Ich möchte Sie bitten, da noch mal drüber nachzudenken, denn wenn wir es so machen würden, dass wir statt dem Bemessungszeitraum 7 Jahre, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber es ist halt eben auch ein technisches Problem, was schnell gelöst werden muss, wenn wir statt 7 Jahren Bemessungszeitraum 12 ansetzen würden, Herr Minister, dann bin ich ziemlich sicher, wir hätten das Problem gelöst und der Zwang zu den hohen Rückstellungen wäre nicht gegeben. Ich denke, da sollten wir gemeinsam drüber nachdenken. Last but not least, Herr Kollege Schlecht, vom Außenhandel haben Sie nicht allzu viel Ahnung, aber ich kann nur eins sagen. Wenn wir den Außenhandel nicht so erfolgreich hätten, dann wäre rund ein Drittel unserer Arbeitsplätze in Deutschland überhaupt nicht da oder gefährdet. Deswegen sollten wir alles dafür tun, dass er wächst. Und dazu gehört es auch, dass wir uns mit dem Außenhandelsabkommen, den Freihandelsabkommen, beschäftigen. Für mich sind die Freihandelsabkommen der Schlüssel zu einem erfolgreichen Außenhandel. Und das gilt auch für TTIP. Und ich würde Sie bitten, darüber nachzudenken. Denn wenn ich alleine höre, dass wir davon reden, dass wir so ganz gruselige Standards in den USA im Umweltschutz hätten, dann empfehle ich Ihnen nur eins, rufen Sie doch mal bei VW an, die werden Ihnen dazu was sagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Der Außenhandel ist für Deutschland eine große Chance. Der Außenhandel muss gestärkt werden. Und ich würde mir wünschen, dass die Opposition da mitmacht und mithilft. Danke. Michael Fuchs, einer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Unionsfraktion, hat hier gerade noch mal deutlich gemacht, dass gerade in der Wirtschaftspolitik zwischen Union und SPD doch in manchen Punkten unterschiedliche Auffassungen herrschen. Hier ging es eben um rechtliche Regelungen im Bereich Mittelstand. Hier im Plenum geht es weiter mit Kerstin André, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Mit dem Ziel, die verhaltene Investitionstätigkeit in Deutschland zu stärken. Und wenn wir in den Haushalt schauen, sehen wir überhaupt nichts von Stärkung, sondern nur jeder zehnte Euro dieses Haushaltes wird überhaupt investiert. Und das bei steigenden Steuereinnahmen, das ist ein echtes Armutszeugnis mit Steigerung von Investitionstätigkeit, hat das nichts zu tun. Aber es geht ja nicht nur um die öffentlichen Investitionen, sondern auch um die privaten. Um private Investitionen anzukurbeln, heißt vernünftige Wettbewerbspolitik zu machen. Und ein kluger Wirtschaftsminister schützt den Wettbewerb, dass die Großen die Kleinen nicht schlucken, dass es faire Preise und faire Bedingungen gibt und dass nicht Kungelei die Wirtschaftspolitik bestimmt, sondern der nüchterne Sachverstand. Herr Gabriel, als Sie die Kohleabgabe gestartet haben, haben wir Sie verteidigt. Die Kohleabgabe war richtig. Beim Hinterzimmerdeal ist jetzt eine Braunkohlesubvention bei rausgekommen. Das ist doch irre. Die Allianz steigt aus der Kohle aus. Und diese Bundesregierung subventioniert seit Neuestem Braunkohle. Völlig falsche Politik, völlig falsch. Und sie haben sich vor die Konzerninteressen spannen lassen. Die Telekom. Telekom bekommt vermutlich den Zuschlag für den Breitbandausbau mit Vectoring. Die Telekom arbeitet mit einer Technologie von gestern. Statt in Glasfaser wird in alte Kupferleitungen investiert. Das ist doch keine vernünftige Industriepolitik. Und es ist eine Sünde gegen den Wettbewerb. Profitiert die Telekom? Das war der Deal. Telekom verspricht 1 Milliarde Euro in den Breitbandausbau und bekommt quasi ein Exklusivrecht. Mittelständische Wettbewerber, die zukunftsfähig auf Glasfaser setzen, kommen nicht zum Zug. Das ist rückwärtsgewandt, das ist wettbewerbsfeindlich. Und es steht was Neues auf der Agenda. Die Fusion von Edeka mit Kaisers Tengelmann. Vermutlich werden wir eine Ministererlaubnis dazu bekommen. Es ist offen, aber das Orakel geht in die Richtung. Edeka ist heute schon der Marktführer. Mit den zusätzlichen Supermärkten wäre Edeka uneinholbar für seine Wettbewerber. Das schadet der Vielfalt und dem Wettbewerb. Das schadet den Verbraucherinnen. Und das schadet vor allem den Erzeugern und Landwirten. Und es nützt noch nicht einmal den Arbeitsplätzen. Wieso ist denn die Balance der Gegner so groß? Bauernverband, Verbraucherzentrale, Verdi und ich sage, auch wir Grünen sind absolut gegen diese Fusion. Erteilen Sie diese Ministererlaubnis nicht, Herr Gabriel. Aber nochmal zurück zur Fratscher-Kommission. Von den vielen, auch guten Ideen, ist herzlich wenig umgesetzt. Aber eine, die wird vorbereitet. Die Bundesfernstraßen GmbH. Mit öffentlichen, privaten Partnerschaften wollen sie dem Investitionsstau auf der Straße zu Leibe rücken. Das ist keine gute Idee. Jenseits der Kosten, die sie zukünftigen Steuerzahlern vor die Füße kippen und jenseits dessen, dass sie die Schuldenbremse damit umgehen, und es sind wahrlich wichtige Punkte, will ich auf den Wettbewerb hinaus. Das Baugewerbe läuft Sturm gegen ihre Pläne. Und warum? Weil nur noch sehr große Baukonzerne und sehr große Finanzinvestoren überhaupt in der Lage sind, diese Projekte zu stemmen. Für den Mittelstand bleibt nichts übrig. Mit Wettbewerb hat das nichts zu tun. Und ein Thema, das uns alle bewegt, ist die Integration der Flüchtlinge. Die Wirtschaft steht in den Startlöchern. Jedes vierte Unternehmen sucht Fachkräfte. Die Unternehmen sind bereit, Flüchtlinge aufzubilden. Wir haben das beim Arbeitgebertag von Krämer, Grillo und Schweizer gehört. Ausbildung ist der Schlüssel zur schnellen Integration. Aber dafür braucht es Verlässlichkeit. Und eine dieser Verlässlichkeiten wäre, dass Sie endlich das 3-plus-2-Modell der Wirtschaft umsetzen. Jemand, der hier ausgebildet wird, muss eine verlässliche Aufenthaltsperspektive für die Zeit der Ausbildung haben und für 2 Jahre, um Berufserfahrung zu sammeln. Wir unterstützen glasklar dieses Modell. Aber in der Arbeitsmarktpolitik hat die Regierung die Bedarfe waghalsig kleingeredet. Das, was im Haushalt abgebildet ist, verglichen mit dem, was die Anforderungen sind, die heute schon auf uns zukommen, macht doch deutlich, dass Sie die Bedarfe hier kleinrechnen.
Wir sagen, geben Sie weitere 3 Milliarden Euro, und die können wir gegenfinanzieren, 3 Milliarden Euro in Integration, in Bildung, in den Arbeitsmarkt, Zugang von Flüchtlingen aus. Das ist der Rückenwind, den die Unternehmen und den die Gesellschaft braucht, um Flüchtlinge zu integrieren. Und Herr Minister Gabriel, ich kann Sie nur wirklich eindringlich bitten, geben Sie Ihren Widerstand gegen die Abschaffung der Vorrangprüfung auf. Die Vorrangprüfung ist ohne praktischen Nutzen. Sie bindet wertvolle Kräfte in der Verwaltung. Die Vorrangprüfung ist eine olle und anachronistische Kamelle und gehört endlich auf die Mottenkiste. Die Flüchtlinge, die zu uns kommen, die suchen eine Chance und eine Perspektive. Und manche retten schlicht ihr Leben und das Leben ihrer Familien. Heißen wir sie willkommen, und zwar auch in dem Wissen, dass sie eine Chance für Deutschland und für unsere Gemeinschaft sind, für unser kulturelles Zusammenleben und für unsere Weltoffenheit. Und deswegen sagen wir, schmieden Sie ein Bündnis für Integration. Unternehmen, Betriebsräte, Kirchen, Weiterbildungseinrichtungen, freiwillige Initiativen. Jetzt ist die Zeit, diese Herausforderung, vor der wir stehen, in eine Chance zu drehen, die unserem Land nutzen wird, als Wirtschaftsstandort, aber auch als Gesellschaft und für unser gemeinsames Zusammenleben. Und da gehört eine kluge und vorausschauende Wirtschaftspolitik dazu. Nutzen Sie sie mit Herz, mit Plan und mit Verstand. Und normalerweise hieß es in dieser Sitzungswoche, in dieser Haushaltswoche des Bundestages aus den Reihen der Grünen, dass genau das, kein Herz, kein Plan, kein Verstand gelte für diesen Bundeshaushalt 2016. Jetzt der Bundesminister selbst. Meine Damen und Herren, zu Recht diskutieren wir ja in diesen Tagen auch um den Haushalt, über die großen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, die große Zahl an Menschen, die Schutz und neue Heimat suchen bei uns und auch natürlich auch die neuen Sicherheitsanforderungen, die wir spätestens nach den Ereignissen in Frankreich auch bei uns zu beraten haben. Und all das fordert uns auch finanziell und wirtschaftlich heraus, keine Frage. Es sind insgesamt 10 Milliarden Euro, die der Bund in 2015 und 2016 zur Bewältigung dieser Riesenherausforderungen aufbringt. 10 Milliarden Euro im Bundeshaushalt. Und wir erfüllen damit übrigens die Versprechen, unsere Länder und vor allen Dingen die Kommunen von der finanziellen Last der Flüchtlingsunterbringung zu entlasten. Und übrigens gleichzeitig stellen wir auch noch 3.000 zusätzliche Polizeistellen zur Verfügung bei der Bundespolizei. Das sind nur zwei Beispiele aus diesen 10 Milliarden Euro. Dass das alles in so kurzer Zeit geht und nicht zu Verteilungskämpfen in Deutschland führt, dass es nicht dadurch finanziert, dass wir den einen was wegnehmen, um es denen, die kommen, zu geben. Dafür gibt es zwei Voraussetzungen, denen wir das zu verdanken haben. Das eine ist eine wirklich gute wirtschaftliche Entwicklung mit sinkenden Arbeitslosenzahlen, extrem hoher Beschäftigung, mehr als 43 Millionen Menschen finden Arbeit, die weit überwiegende Zahl in sozialversicherungspflichtiger Arbeit. Und übrigens anders als Herr Dehm, Dieter Dehm gesagt hat, ja, ich meine, der Tag, an dem du Helmut Schmidt zitierst, das musste auch einer sein, nachdem er nicht mehr da ist, um sich wehren zu können. Also, der arme Kerl. Aber es war halt falsch zu behaupten, dass wir eine sinkende Lohnentwicklung haben. Wir haben nicht mehr Armutslöhne, sondern bessere Tariflöhne. Das heißt, wir haben eine exzellente wirtschaftliche Entwicklung, die Gott sei Dank auch endlich wieder bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ankommt. Und wir haben übrigens eine solide Finanzpolitik. Man stelle sich vor, wir hätten auf die Ratschläge gehört, die wir ja seit geraumer Zeit hatten. Man solle doch die schwarze Null und das strukturell ausgeglichene Haushalt nicht so früh erreichen. Wäre doch nicht so wichtig. Man könnte auch noch ein paar Ausgabeprogramme machen. Man stelle sich vor, wir hätten uns darauf eingelassen. In welchen Verteilungskonflikten wären wir jetzt, um diese Herausforderung von 10 Milliarden Euro zu finanzieren? Wir wären mittendrin in der Auseinandersetzung in Deutschland, wem wir was wegnehmen müssen, um die neuen Herausforderungen zu finanzieren. Gott sei Dank haben wir das nicht gemacht.
Wenn wir, na klar haben Sie das gefordert. Natürlich haben Sie auch, natürlich waren Sie auch, war es auch bei Ihnen, gab es Leute, die gesagt haben, die schwarze Null nicht wie ein Fetisch hochhängen und vieles andere mehr. Natürlich gab es das auch bei Ihnen. Ich sage nur, gab es übrigens auch in meiner Partei. Gab es doch. Frau Heilung, bevor Sie mich durcheinander bringen, müssen Sie sich mehr als eine gelbe Jacke anziehen. Das ist. Also, komm, wir haben doch eigentlich sonst ein ganz anständiges Verhältnis zueinander. Also von daher. Ich glaube, also ich unterstelle nichts Politisches dabei, das will ich jetzt nicht damit gesagt haben. Aber es gibt doch einen Satz, den wir vermeiden müssen in der Debatte über den Umgang mit Flüchtlingen, die zu uns kommen. Das ist der Satz, den ich leider oft höre. Wenn uns Leute sagen, Menschen sagen, für die macht ihr alles, für uns macht ihr nichts. Das ist ein gefährlicher Satz, wenn er sich in die Mitte der Gesellschaft frisst. Und deshalb ist es von so großer Wichtigkeit, dass wir keine Verteilungskonflikte im Land auslösen und eine doppelte Integrationsaufgabe bewältigen, nämlich die zu integrieren, die kommen, aber auch die beieinander zu halten, die da sind im Land. Und nicht zulassen, dass der eine gegen den anderen ausgespielt wird. Deshalb, Frau André, kann man ökonomische Argumente anführen, zu sagen, lass das mit der Vorrangprüfung. Aber das ist der Grund, warum die Gewerkschaften dagegen sind, sie abzuschaffen. Weil dabei das politische Signal entstehen kann, dass die kommen, denen vorgezogen wären, die schon hier sind und langzeitarbeitslos sind. Das ist der Grund, warum die Gewerkschaften ihren Vorschlag ablehnen, weil sie solche politischen Spannungen gar nicht erst symbolhaft entstehen lassen wollen. Und das ist der Grund, warum ich den Gewerkschaften folge in dieser Position, Frau André. Übrigens, Frau André, das ist der gleiche Grund, warum wir denkbaren ökonomischen Argumenten, die gibt es nicht bei Ihnen, aber bei anderen, nicht folgen, die da sagen, schafft den Mindestlohn für Flüchtlinge ab, damit sie zum Beispiel über Praktikanten schneller beschäftigt werden können. Da kann man ökonomisch vielleicht noch irgendwas dran verstehen, aber was das heißt, ist, dass das Symbol bedeutet, die Armen, die kommen, werden gegen die Armen, die da sind, ausgespielt. Und deshalb darf man dieser Forderung nicht nachgeben, und wir werden das auch nicht tun. Am Gesetz gibt es keine Änderung, meine Damen und Herren. Übrigens, das ist auch der Grund, warum wir dafür plädieren, jetzt nicht Flüchtlingswohnungsbau zu betreiben, sondern Wohnungsbau zu betreiben, vor allen Dingen in den Ballungszentren, für alle Menschen, die dort inzwischen Schwierigkeiten haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Also, zu dem Versprechen, wir schaffen das, gehört auch das Versprechen, dass wir niemanden in Deutschland darunter leiden lassen, weil wir eine neue Aufgabe übernehmen müssen. Zum wir schaffen das gehört auch, die Menschen hier zusammenzuhalten und ihnen zu zeigen, dass wir ihre Sorgen, Hoffnungen, Ideen, Wünsche, berechtigten Ansprüche nicht vergessen. Und deshalb ist es gut, dass wir in dem Haushalt, den wir beschließen, keine Absprüche machen bei all dem, was wir uns vorgenommen haben. Wir bauen weiter Kindertagesstätten aus. Wir widmen uns der besseren Situation in der Altenpflege, in der Krankenpflege. Wir entlasten Frau Heiduck mit dem kommunalen Entlastungsprogramm. Sie haben gerade gefragt, was macht ihr für Investitionen? Oder Ihre Kollegin hat es auch gesagt. 20 Milliarden Euro in einer Legislaturperiode kommunale Entlastung. Das gab es noch nicht in der Geschichte der Republik. Das gab es noch nicht. Da sind übrigens die Hilfen für die Flüchtlinge gar nicht dabei. Die sind da gar nicht eingerichtet. Das ist das, was wir vorher schon beschlossen haben. Also ich finde, es ist gut, dass wir daran nichts verändern. Wir ändern nichts daran, dass wir 6 Milliarden Euro mehr für Bildung, Forschung und Entwicklung ausgeben. Und übrigens, Frau Heiduck, wir ändern auch nichts daran, dass wir für Klima- und Energiepolitik in der Energieeffizienz 5,8 Milliarden Euro bereitstellen.
Jetzt gab es eine Kürzung der Verpflichtungsermächtigung, hätte, wie Sie sagen, 350 Millionen. Ich gehe davon aus, dass wir davon nicht betroffen sein werden. Aber jetzt sage ich Ihnen, lassen Sie den Satz zu Ende sagen. Wenn es so wäre, heißt das nur, dass aus 5,8 Milliarden dann 5,5 werden und sozusagen es ein bisschen länger laufen muss. 5,5 oder 5,8 Milliarden Euro für Klimaschutz und Energieeffizienz. Sie hätten doch gejubelt früher, wenn es solche riesigen Beträge für Energieeffizienz gegeben hätte. Die gibt es doch zum ersten Mal in diesem Haushalt. Wir erhöhen die Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung regionaler Wirtschaftsstruktur früher, als wir das gedacht haben. Wir haben durch Hilfe der Parlamentarier das ZIM auch, das Zukunftsinnovationsprogramm Mittelstand, Herr Jürg, Herr Mattfeld, auch auf dem Niveau halten können. 40% davon gehen nach Ostdeutschland, 80% der GAW, 80% der EGAW gehen auch nach Ostdeutschland. An nichts von dem ändern wir irgendetwas und schultern gleichzeitig eine Riesenaufgabe. Und der Grund dafür ist, dass wir eine so gute wirtschaftliche Entwicklung und solide Finanzen haben. Übrigens, natürlich machen wir auch weiter beim Thema Energie- und Klimaschutz. Ich meine, Sie kritisieren hier gerade mit Frau André und auch Frau Heiduck, da würde nicht so viel passieren. Wissen Sie, in diesem Jahr haben wir 33% Anteil erneuerbarer Energien am Strommarkt. Letztes Jahr hatten wir 27%. Die erneuerbaren Energien gewinnen. Sie sind inzwischen in diesem Jahr der stärkste Anteil, der größte Anteil an der Stromproduktion der Bundesrepublik Deutschland. Da kommen Sie und sagen, wir machen nicht weiter in der Energie- und Klimawandel. Aber Entschuldigung dafür in einem Wesen, ja, beim Biogas habe ich Ihnen schon, mache ich gerne heute das 10. oder 11. Mal, machen wir das deshalb in geringerer Weise, haben wir übrigens mit Ihrem Ministerpräsidenten, mit allen Ministerpräsidenten verabredet, weil es die teuerste Form der Erneuerbaren ist. Da wird sozusagen der Ausbaukorridor etwas geringer sein. Bei Wind, daraufhin hat der Fuchs hingewiesen, sind wir wesentlich drüber, bei PV drunter, aber wir liegen in dem Korridor. Wir haben in 2025 wollen wir 40 bis 45% erneuerbare Energien erreichen. Wir haben jetzt schon 33%. Und da sagen Sie, wir kommen nicht weiter in der Energie- und Klimapolitik und hätten vor Paris nichts zu bieten. Wo leben Sie denn eigentlich, wenn Sie? Und dann Ihre wunderbare Debatte um die. Ich bin nicht der Präsident, also insofern. Um Ihre wunderbare Debatte um die Klima- und Kohleabgabe. Wir legen 13% Braunkohlekapazitäten still. 13%. Wir legen Kraftwerke still. Und Sie sagen uns, wir sozusagen würden die Kohle weiter fördern. Das kostet 230 Millionen Euro. Wissen Sie warum? Weil wir damit verhindern, dass die Leute, wie sagt man dann im Ruhrgebiet, ins Bergfreie fallen. Das ist Strukturpolitik, wo wir Kapazitäten stilllegen, ohne die Leute am nächsten Tag arbeitslos zu machen. Da wollen Sie nicht mitmachen, das verstehe ich überhaupt nicht. Herr Minister, darf die Kollegin Heiduck eine Zwischenfrage stellen? Selbstverständlich. Herr Minister, zu dem Thema Kohleabgabe oder die Lösung, die Sie jetzt propagieren, will ich nur so viel sagen. Sie haben zu Beginn dieser ganzen Debatte ein anderes Instrument vorgeschlagen, und das haben Sie sicherlich aus Überzeugung getan. Sie wissen, dass wir auch gerade energiepolitisch diese Art von Bereitstellung der Kohlekraftwerke eigentlich nicht brauchen, und Sie sind gezwungen worden, da auf einen anderen Weg zu gehen. Aber meine Frage richtet sich noch mal auf etwas anderes. Ist es denn richtig oder soll es dabei bleiben, dass Sie bei der Photovoltaik Batteriespeicher das Programm weiterhin nicht in Zukunft fortführen werden? Wir hatten darüber schon mal gesprochen. Ich habe das so verstanden, dass Sie darüber noch mal nachdenken wollten. Das Photovoltaik-Batteriespeicherprogramm, das ist eine Innovation, die sich mehr und mehr am Markt durchsetzt, die aber noch eine Fortführung braucht in Zukunft. Und das wäre wieder ein Baustein, wo Sie beweisen könnten, okay, wir gehen jetzt auch mit ökologischer Modernisierung an die Industriepolitik, oder halten Sie daran fest, dieses Speicherprogramm endgültig auslaufen zu lassen? Frau Kollegin Heiduck, diese Frage hat vorhin der Kollege Jürg in seiner Rede beantwortet, indem er es begrüßt hat, dass das Batteriespeicherprogramm für Photovoltaik fortgesetzt wird.
Ich habe es jedenfalls so gehört, das haben Sie, aber auch andere in den Fraktionen sich gewünscht. Und deswegen haben wir dafür auch einen Vorschlag entwickelt. Und Ihre Frage ist vorhin in der Debatte von Herrn Jürg bereits beantwortet worden. Der erste Teil Ihrer Anmerkung will ich nur darauf hinweisen, es ist so, dass mich niemand gezwungen hat, sondern dass wir in einer Debatte über die Frage, wie erreichen wir die Klimaschutzziele, mit der Sorge der Beschäftigten konfrontiert wurden, dass sie in großer Zahl arbeitslos werden, ganze Regionen, in der Lausitz zum Beispiel. Und dass wir dann gesagt haben, wir wollen nicht besserwisserisch damit umgehen, nach dem Motto, eure ganzen Sorgen sind unberechtigt, denn wenn wir falsch liegen, zahlen die den Preis dafür und nicht ich hier. Und deshalb haben wir uns ein zweites Modell überlegt. Das legt 13% Braunkohlekapazitäten still. Das hatten wir im ersten Entwurf gar nicht vor. Und deswegen finde ich, wir haben immer gesagt, das kostet mehr als das erste Modell, nämlich 230 Millionen. Aber das ist doch kein zu geringer Preis. Jetzt nehmen Sie das mal in Relation zu den 23 Milliarden, die wir bereit sind zu finanzieren, um die Lernkurve jedes Jahr finanzieren, um die Lernkurve der Erneuerbaren zu finanzieren, und halten 230 Millionen Euro dagegen, die wir einsetzen, um die Leute nicht ins Bergfreie fallen zu lassen, dann finde ich, ist das doch eine angemessene Güterabwägung, wo wir die Leute nicht alleine gelassen haben. Die werden doch arbeitslos, wenn es schief geht. Die können doch ihre Miete nicht bezahlen. Wir sitzen dann immer noch brav im Trocknen. Und deswegen, glaube ich, war es anständig, auf die zu hören und nicht das Spiel, ich gehe mit dem Kopf durch die Wand, zu organisieren. Das ist das, was falsch gewesen wäre. Abgesehen erinnere ich mich darum, dass Sie einen solchen Lernprozess bei einem Kohlekraftwerk auch schon mal machen mussten, allerdings aus rechtlichen Gründen. Deswegen, meine Damen und Herren, bei all diesen großen Aufgaben zu verhindern, dass es zu Verteilungskonflikten kommt, setzt eben voraus, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung weiter gut entwickelt. Und da finde ich, sind manche Hinweise der Opposition ja durchaus berechtigt. Es ist völlig richtig, wir müssen endlich uns entscheiden, wie wir mit dem Thema Infrastrukturgesellschaft und wie wir mit den anderen Vorschlägen der Fratscher-Kommission umgehen. Es reicht nicht aus, das nur im kommunalen Bereich zu machen. Sie haben völlig recht. Aber es gibt noch ein paar Dinge, wo ich finde, wo Sie uns hätten ermahnen können. Wenn Sie es nicht machen, dann mache ich es mal selber. Herr Minister, bevor Sie zu weiteren spekulativen Ermahnungen kommen, wollte der Kollege Krischer sich noch mal zwischendurch zur Wortmeldung, wenn er darf. Natürlich. Bitte sehr. Herzlichen Dank, Herr Minister, dass Sie meine Frage zulassen. Ich finde es schon ein bisschen unredlich, wenn Sie mit den Beschäftigten in der Braunkohle argumentieren, dass Sie jetzt den Braunkohleunternehmen 1,6 Milliarden zahlen, wo Sie vorher ein Modell hatten, wo die etwas zahlen sollten. Das ist das exakte Gegenteil von dem, was Sie vorher vertreten haben. Für die Stilllegung von Kohleblöcken, die die ohnehin vorgesehen haben, da jetzt die Beschäftigten davor zu schieben, finde ich nicht ganz seriös. Ich möchte aber zu diesem Thema eine andere Frage stellen. Gestern hat Ihre Kabinettskollegin, Frau Umweltministerin Hendricks, die gerade leider eben den Saal verlassen hat, den Vorschlag gemacht, noch in dieser Legislaturperiode die Entscheidung zu treffen, in 20 bis 25 Jahren aus der Braunkohle auszusteigen. Da würde mich interessieren, ist das die Position des Bundeswirtschaftsministers, der Bundesregierung? Und wenn ja, wenn das in dieser Legislaturperiode stattfinden soll, mit welchen Instrumenten, reden wir dann über weitere Braunkohlesubventionen, also 1,6 Milliarden mal X, soll dieses Instrument erreicht werden? Ich finde, es ist ehrlich gesagt vor einer Konferenz von Paris nicht redlich, wenn die Umweltministerin einen solchen Vorschlag unterbreitet und damit möglicherweise etwas ankündigt, was gar nicht die reale Entsprechung in dem entscheidenden Teil der Bundesregierung, der nämlich Sie sind, dann findet. Deshalb würde ich Sie um eine klare Aussage bitten, wie dies denn gestaltet werden soll, was die Umweltministerin dort vorschlägt. Wenn Sie mir gestatten, widerspreche ich Ihnen erstmal mit der Behauptung, wir würden 1,6 Milliarden Subventionen zahlen für Kraftwerke, die ohnehin hätten stillgelegt werden sollen. Diese Kraftwerke haben so viel Geld am Markt verdient, dass das ja der Grund war, warum wir so hohe CO2-Emissionen trotz Klimaschutz hatten. Ihre Behauptung ist einfach falsch.
Und die Summe, die wir pro Jahr aufwenden, sind 230 Millionen. Und im Übrigen halte ich es für angemessen, sich mit Beschäftigten über die Frage zu unterhalten, ob Politik Auswirkungen auf ihre Arbeitsbedingungen hat. Das halte ich für angemessen. Naja, also das unterscheidet eben dann vielleicht doch einen Grünen von einem deutschen Sozialdemokraten. Das mag ja sein. Ja, ja. Es macht doch nichts, wenn es Unterschiede gibt. Naja, pass auf, in Ihrer Fraktion ist es so, dass bei Ihnen der eine Teil die Braunkohle verlängern will und der andere Ihre Anträge stellt, sie schneller auszusteigen. Da sind die Grünen konsequenter. Jetzt zu Ihrer Frage, wie geht es mit der Braunkohle weiter? Was die Bundesregierung vor Paris tut, ist dafür zu sorgen, dass wir unsere Ziele bis 2020 erreichen. Deswegen auch die 5,8 Milliarden Euro im Klima- und Energiefonds. Das heißt, wir sichern erstmal, dass wir zu den Staaten gehören, die ihre freiwilligen Verpflichtungen einhalten, damit wir andere zu verbindlichen Verabredungen bekommen. Hätten wir übrigens uns nur an die verbindlichen Verabredungen gehalten, müsste Deutschland bis 2020 nur 30% CO2 einsparen. Wir haben uns freiwillig für 40% entschieden, alle hier im Deutschen Bundestag, über lange Zeit. Das sichern wir. Zweitens, selbstverständlich werden wir über die Frage nachdenken, was passiert eigentlich, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn die Einsparziele bis 2050, 2040, 2060 immer größer werden? Wie gehen wir eigentlich mit einem der Hauptemittenten um? Das ist die Braunkohleverstromung. Und natürlich fände ich es angemessen, die 25 Jahre übrigens, die wird vermutlich bei RWE große Beruhigung auslösen, weil ich, wenn ich das richtig erinnere, habe dann die Reviere, die Tagebaurevire ohnehin in dieser Größenordnung nur Kapazitäten haben. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, mag auch sein, dass sie länger sind. Aber ich finde es angemessen, darüber zu reden, wie wir zum Beispiel in der Lausitz, da gab es 100.000 Beschäftigte vor der Deutschen Einheit in der Energiewirtschaft. Davon sind 90.000 wegrationalisiert. Übrigens ist ein großer Teil der deutschen Klimaschutzbilanz dadurch überhaupt erst möglich geworden. So, das heißt, 90.000 Menschen haben mit ihrem Arbeitsplatz bezahlt. 10.000 sind noch da. Die stellen berechtigt die Frage, wenn es zu einem weiteren Abbau von Braunkohlekapazitäten kommen soll, wo sind die Ersatzarbeitsplätze, und zwar nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder. Denn die wollen natürlich nicht. Und deswegen wäre es richtig, das zu tun, was die IGBCE auch vorschlägt, was übrigens auch der BDEW vorschlägt, jetzt zu beginnen, darüber zu reden, mit welcher mittel- und langfristigen Perspektive schaffen wir es, in dieser Region Ersatzarbeitsplätze zu schaffen. Das finde ich. Sie möchten gerne, dass man mal ebenso, so machen Sie ja Klimapolitik, mal ebenso erklärt, an dem und dem Tag schaffen wir das. Das Ergebnis hat unsere Umweltministerin nicht gesagt. Nicht? Mensch, es ist auch das nicht wahr. Sie sind ja in der Abteilung Pinocchio ganz gut unterwegs. Das ist ja, das stimmt doch nicht. Verstehen Sie, das ist die Art von Klimaschutzpolitik, die uns in Schwierigkeiten gebracht hat. Und ich gebe zu, daran waren alle beteiligt. Immer mal, wenn es gerade passt, wird ein Ziel gesetzt. Mal sagen wir Klimaschutz, mal sagen wir Beschäftigung, dann Preisstabilität, dann möchten wir natürlich die Stadtwerke retten. Und dann kommen wir einmal im Jahr zusammen, stellen fest, Donnerwetter, die Ziele passen irgendwie nicht zueinander. Und wir müssen mit sowas aufhören. Wir müssen in der Tat, da haben Sie recht, über die Frage der langfristigen Beschäftigungssicherung und Aufbau in den Bereichen sprechen, in denen wir mittel- und langfristig weniger Beschäftigte in der Kohlewirtschaft haben werden. Völlig richtig. Das übrigens, Herr Krischer, wird Geld kosten. Und dann sollten Sie das nicht diffamieren, vielleicht sind es sogar die gleichen Konzerne, die die Arbeitsplätze aufbauen, dann sollten Sie das nicht diffamieren als milliardenschwere Hilfen für Konzerne, wie das Ihre Kollegin vor Ihnen gemacht hat. Dann ist das ein Beitrag zum Strukturwandel, den haben wir in diesem Fall übrigens beim Braunkohlekompromiss auch gemacht. Ich diskutiere ja gerne mit Ihnen, wie Sie wissen. Die Spielräume der kommenden Jahre, meine Damen und Herren, die werden wir aber nutzen müssen, um den guten Stand unserer Wirtschaft zu erhalten. Denn was mir am meisten Sorgen macht, ist so das Vertrauen darauf, dass die wirtschaftliche Entwicklung mal so ebenso bleibt. Ich vermute, dass der erste Beginn der Schwierigkeiten immer ist, wenn man glaubt, es bleibe alles so. Und ich glaube, wir werden darüber reden müssen, wie wir
über die 3% Anteil Forschung und Entwicklung am BIP kommen. Wir sind zwar besser als der Rest Europas, aber Südkorea hat 4 und 4,5% sich zum Ziel gesetzt. Ich glaube, das ist das Ziel, was wir bis 2025 uns vornehmen müssen, meine Damen und Herren. Wir werden darüber reden müssen, ob es wirklich so bleiben kann, dass die Wertgrenze für die Abschreibung geringfügiger Wirtschaftsgüter zuletzt vor 30 Jahren verändert worden ist. Da liegen die Rahmenbedingungen für bessere Investitionen in Unternehmen. Natürlich werden wir wieder über steuerliche Forschungsförderung reden müssen und auch darüber, dass wir natürlich mit 18 Megabit pro Sekunde Breitbandausbau 2018 ein gutes Ziel haben, aber bis 2025 garantiert Gigabit-Netze brauchen. Und übrigens, Vectoring ist dazu eine Übergangstechnologie und natürlich kein Ersatz für Glasfaser. Also, meine Damen und Herren, das, was wir vor allen Dingen machen müssen, ist, darüber zu sprechen, wie wir Deutschlands Wirtschaft bis 2025 wettbewerbsfähig halten und uns nicht dazu zufrieden geben, wie sie in der derzeitigen Situation aufgestanden ist. Das Plädoyer, wir sollen endlich doch unsere Exportstärke abbauen, würde ich sagen, halten Sie am besten meiner Betriebsversammlung von Daimler, Volkswagen, Siemens oder Bosch. Ich werde auch die Beiträge von Ihnen zum Thema Volkswagen gerne mal den Betriebsräten dort übermitteln. Wissen Sie, an der Seite von Arbeitnehmern zu stehen, heißt, sich in Schwierigkeiten nicht über sie lustig zu machen. Das ist das, was man da machen muss. Meine Damen und Herren, vor einigen Tagen, lassen Sie mich noch am Schluss meiner Rede ein paar Bemerkungen machen zu der Situation nach den Attentaten in Frankreich. Der französische Journalist Nicolas Hénin schrieb vor einigen Tagen, ich zitiere, die Bilder aus Deutschland von Menschen, die Flüchtlinge willkommen heißen, werden den IS besonders beunruhigen. Zusammenhalt, Toleranz, das ist nicht, was die Terroristen sehen wollen. Und er fügte hinzu, sie fürchten unsere Einheit und unsere Toleranz mehr als unsere Luftangriffe. Ich finde das eine bemerkenswerte Aussage von einem Mann, der unter menschenunwürdigen Umständen als Geisel mal bei denen festgehalten wurde, bei dem man alles vermuten könnte, was Rache angeht. Bemerkenswert. Ich finde, er bestärkt uns geradezu, dass sich nach Paris eben nicht alles ändern darf, sondern dass wir nicht unsere Vorstellungen von Zusammenleben, von Menschlichkeit und Nächstenliebe aufgeben werden. Es ist ein Aufruf zur Zusammenhalt und zur Solidarität. Und ich finde, weil wir von Frankreich gerade gebeten werden, diese Solidarität auch praktisch werden zu lassen, dass wir ihnen das schuldig sind. Es sind die Franzosen gewesen, zusammen mit anderen, die nach 1945 Deutschland, das damalige Volk der Täter, nach Holocaust, nach Vernichtungskrieg, nach Überfall, an den Tisch der zivilisierten Völker Europas eingeladen haben. Ich finde, das müssen mutige Politiker gewesen sein in Frankreich, die das damals gemacht haben. Wir sind den Franzosen was schuldig. Und deswegen sage ich, wir müssen ihnen auch jetzt in dieser Situation zur Seite stehen. Für mich gibt es dazu keine Alternative, meine Damen und Herren. Natürlich wollen wir auch dafür Sorge tragen, dass die Flüchtlingsentwicklung sich besser vollzieht als in den letzten Monaten. Wir wollen helfen, ordnen und steuern. Vieles davon, das hat der Kollege Kauder gestern zu Recht gesagt, ist auf den Weg gebracht. Und Herr Kollege Kauder, weil Sie das gestern angesprochen haben, ich bin sicher, wir schaffen auch das zweite Paket. Meine Bitte ist, ja, wir haben doch gesagt, die Fraktionen würden helfen. Jetzt habe ich eine Bitte an Sie. Zurzeit scheitert das an der Frage, dass wir uns an einer Sache nicht einig werden. Und ich finde, das müssen wir schaffen, gerade vor Weihnachten. Naja, ich kann nicht verstehen, warum Ihre Fraktion bislang jedenfalls skeptisch ist, ob wir Schwangeren, Minderjährigen unter 14 und Behinderten eine bessere medizinische Versorgung geben sollten. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Schwangere, Behinderte, Minderjährige, kranke Kinder bekommen derzeit nur eine Notfallversorgung und bei chronischen Erkrankungen keine dauerhafte angemessene medizinische Versorgung. Und ich bin sicher,
dass wir miteinander angesichts von Kostenordnungen von 5, 6 Millionen Euro, dass wir das hinbekommen. Ich glaube, das kann doch nicht ein Bereich sein, bei dem wir nicht zeigen, dass wir uns um Frauen, um werdende Mütter, um Minderjährige und um Behinderte nicht kümmern wollen. Meine Damen und Herren, die Flüchtlingsmigration stellt ohne Zweifel unser Gemeinwesen vor eine ungeheure Aufgabe. Und deshalb ist es auch richtig, dass die Koalition sich verständigt hat, darauf alles in der internationalen Politik dafür zu tun, dass wir es auch wirklich schaffen können. Nicht die Zahl ist das Problem der Menschen, die kommt, sondern die Geschwindigkeit, in der sie kommen. Und deswegen finde ich, ist der Dreischritt auch richtig, sich zu kümmern um die Hilfe in den Nachbarregionen Syriens, die Außengrenze der Europäischen Union zu sichern und dann aber auch bereit zu sein, Kontingente, und zwar in hoher Zahl, ohne Schlepper und auf geordnetem Wege nach Deutschland zu holen. Übrigens nach meiner Vorstellung unter der Überschrift Frauen und Kinder zuerst und Vorrang für Familien. Das ist übrigens keine Obergrenze. Das wird nur dann zu einer Obergrenze, wenn man das Asylrecht in Deutschland abschaffen würde. Nur dann. Das allerdings werden wir nicht tun. Und deswegen ist es so etwas wie eine kommunizierende Röhre. Je weniger Menschen in Deutschland Asyl beantragen, desto höher müssen die Kontingente sein, die wir Ländern wie der Türkei abnehmen, wenn wir sie bitten, bessere Bedingungen für Flüchtlinge in ihrem Land hinzustellen. Ich glaube, dass das eine kluge Politik ist, bei der wir darauf setzen, dass wir durch Zusammenarbeit in Europa mit unseren Nachbarn dafür sorgen, dass Außengrenzen sicher ist, dass Menschen weniger Fluchtgründe haben, weil wir ihre Lebensbedingungen in ihren Herkunftsregionen verbessern und dass wir gleichzeitig bereit sind, auch in Zukunft eine hohe Zahl von Menschen, allerdings geordnet, nicht im Chaos und nicht durch Menschenhandel, zu uns aufzunehmen. Herr Minister. Und letzte Bemerkung. Am Ende wird das alles nur funktionieren, wenn wir uns trotz schlimmer Entwicklungen wie der zwischen Russland und der Türkei nicht davon abbringen lassen, dass militärische Mittel allein nicht helfen werden, sondern wir auch die Mittel der Diplomatie, der Beendigung des Bürgerkriegs in Syrien brauchen. Und deswegen gehören die beiden Dinge zusammen. Flüchtlingspolitik ist nicht zu trennen von dem, was wir in der Diplomatie mit all den Möglichkeiten, die Frank-Walter Steinmeier dafür nutzt, mit seinen Kolleginnen und Kollegen, die Fluchtursachen besser bekämpfen. Und dann finde ich, kann das Land auf das stolz sein, was es bereit ist zu leisten. Und es wird übrigens auch den Blick der muslimischen Welt auf unser Land und auf Europa verändern, und zwar zum Positiven. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Bundeswirtschaftsminister und SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel über weite Strecken mit seiner durchaus bekannten Mischung aus Konziliant und von oben herab. Eine Anmerkung des Bundestagspräsidenten. Wir sind schon deutlich über den selbst zu Beginn der Debatte beschlossenen Zeitrahmen. Wir haben nach den angemeldeten Rednern jetzt noch eine Redezeit von ungefähr 50 Minuten. Und die ausführlichen Antworten des Bundeswirtschaftsministers haben schon dazu beigetragen, dass die verbleibende Redezeit für seinen Kollegen Westmal eine stolze Minute betragen wird. Das ist eine besonders steile Versuchsanordnung. Bitte also um Nachsicht, dass wir mit Blick auf das weitere Programm des heutigen Tages da jetzt nicht weiteren Debattenspielraum haben. So, und nun erhält das Wort die Kollegin. Also, Sie haben es mitgehört. Die Debatte dauert jetzt schon länger als ursprünglich geplant. Und deswegen wird es keine Zwischenfragen und Kurzinterventionen mehr geben. Eine Anmerkung wollte ich noch machen zur Rede von Sigmar Gabriel. Gegen Ende hat er noch mal Bezug genommen auf die Flüchtlingspolitik und da in Richtung Union angemahnt, dass man doch jetzt langsam mal zu einer gemeinsamen Lösung kommen müsse bei der Versorgung bestimmter Flüchtlingsgruppen, insbesondere bei Minderjährigen, Schwangeren oder Behinderten.
Jetzt ist auch Unionsfraktionsvorsitzender Kauder noch mal zu ihm gegangen und sie haben dann noch zwei, drei Sätze ausgetauscht, wie Sie sehen, sicher auch zu dieser Frage. Und Sigmar Gabriel hat gesagt, gerade kurz vor Weihnachten sollten wir doch da zu einer Einigung und zu einer Lösung kommen, zumal der Betrag, der dafür nötig sei, nun nicht wirklich hoch sei im Vergleich zu den Aufwendungen, die ansonsten fällig sind rund um die Flüchtlingssituation, die wir haben. Hier geht's weiter jetzt über den Etat des Bundeswirtschaftsministers und im Moment spricht Eva Bulling-Schröter für die Linksfraktion und da ist sie Energie- und klimapolitische Sprecherin. Das Klimaschutzziel noch so zu erreichen. Ich zitiere es. Und der aktuelle Bundeshaushalt im Bereich Energie und Klima gibt darauf keine Antwort. Und dabei ist es wirklich fatal. Je länger wir warten, desto teurer wird das Ganze. Und das hat das Potsdamer Klimainstitut für Klimaforschung schon vor einigen Jahren, Nicolas Törn und eine ganze Reihe andere vor ihm. Und die Folgen des Zauderns sind grausam. Und das trifft uns alle und die nachfolgenden Generationen. Und nicht zu reden von den Folgen für die südlichen Länder. Es ist jetzt und hier notwendig, dass die Bundesregierung mit Vernunft und verantwortungsvollem Weitblick handelt und wie eine Marathonläuferin noch einmal alles gibt auf der Zielgerade bis 2020. Aber Wolfgang Schäuble sieht nur die schwarze Null, wie ein akkurater, aber total engstirniger Buchhalter. Und im Wirtschaftsministerium diktieren, wenn es darauf ankommt, die Kohlestromkonzerne, wo es lang geht, auch wenn er das immer abstreitet. Und so geschehen im Sommer, wir wissen das dieses Jahres, als den Kohlekonzernen 10 Millionen Tonnen CO2-Einsparung erlassen wurden. Und das halten wir für wahltaktisch und parteipolitisch kleinkariert und wirklich kurzsichtig. Ja, und der Herr Staatssekretär Barke hat ja gestern wirklich was losgelassen. Und er sagt ja, es käme einem ökonomischen Blutbad gleich bei der KWK am 25%-Ziel an der Nettostromerzeugung festzuhalten, aufgrund der fossilen Überkapazitäten, die dann mal schaffen muss. Also das ist wirklich der Hammer, muss ich Ihnen sagen. Und ich sage Ihnen, das ist bereits angerichtet, indem Sie die Klimaabgabe beerdigt haben, die überflüssige fossile Überkapazitäten an der richtigen Stelle vernichtet hätten. Und dieser große Fehler wird Ihnen noch lange nachhängen. Denn es zeigt, auf wessen Seite diese Bundesregierung steht, auf der Seite der Kohleindustrie und nicht auf der Seite des Klimas. Und jetzt reden wir über die Arbeitsplätze. Sie haben sich damit gegen zukunftsfähige Arbeitsplätze entschieden. Durch Ihre Kohlereserve haben Sie keine Arbeitsplätze gerettet, die nicht durch einen klugen Kohleausstieg, wie ihn die Linken fordern, aufs Beste sozial abgefordert worden wären. Und jetzt reden wir über diese 230 Millionen. Minister Gabriel hat ja gesprochen, die bekommen ja die Konzerne. Es geht eben nicht in Strukturprogramme. Wir hätten Strukturprogramme gefordert. Und noch was. Das DIW hat berechnet, dass die ursprüngliche Klimaabgabe, für die wir alle waren, auch die Grünen, bloß die CDU offensichtlich nicht, die hätte nahezu keine Arbeitsplätze gekostet. Und die Nettobeschäftigung über ein gutes EEG ist weit besser wie bei der Kohleindustrie. Und ich denke natürlich auch an die Kumpel, so ist es nicht. Und wenn hier behauptet wird, wir würden von VW Arbeitnehmer lächerlich machen und uns lustig machen drüber, das finde ich genauso eine Unverschämtheit. Viele Kolleginnen und von uns kommen aus der Gewerkschaft. Und ich kann mich noch erinnern, bevor ich im Bundestag war, war ich Betriebsrätin und ich habe eins gelernt, verhinderter Umweltschutz vernichtet Arbeitsplätze und da ist es der Fall und es geht uns um die Kolleginnen und um die Arbeitsplätze und die Frage, wer schuld ist und wer das zu verantworten hat, die muss bitte auch gestellt werden dürfen. Ja, all das, was ich jetzt gesagt habe, zeigt ja, auf welcher Seite die Bundesregierung steht. Auf der richtigen Seite, auf der Seite der Arbeit. Die hört ja noch der Spezial.
Und jetzt noch zu Ihnen, Kollege Heil. Sie haben ja gesagt, das muss aber dann auch in einen Satz gehen. Satz, Sie wollen Aufräumarbeiten beim Erneuerbaren Energiengesetz. Sie wollen offensichtlich bei der Bürgerenergie aufräumen. Und das lassen wir auf keinen Fall zu. Wir brauchen Bürgerenergie, wir brauchen Akzeptanz und wir brauchen einen anständigen Klimaschutz. Barbara Lanzinger ist die nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich fasse jetzt noch mal zusammen. Ja, Deutschland ist finanziell und wirtschaftlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Deutschlands Wirtschaft wird trotz einer sinkenden Weltkonjunktur das Jahr 2015, und ich sage das ganz bewusst, mit Schwung beenden. Das zeigen nicht nur die Prognosen der Bundesregierung mit 1,8% Wachstum in diesem und im nächsten Jahr. Auch die Einschätzung des Einkaufsmanagerindex für Industrie und private Dienstleister kommt zu dem Ergebnis, dass die deutsche Wirtschaft in den nächsten Monaten weiter wachsen wird. Das unterstreichen die aktuellen Auftragsbestände ganz deutlich, die momentan auf dem höchsten Stand seit 4 bis 5 Jahren sind. Und dieser konjunkturelle Aufschwung spiegelt sich zudem auf dem Arbeitsmarkt auch wieder. Bundesminister hat schon gesagt, wir haben mit 43 Millionen Erwerbstätigen eine Vollbeschäftigung. Und nicht nur Vollbeschäftigung, sondern den höchsten Beschäftigungsstand seit über 20 Jahren. Und damit steigen die auch Steuereinnahmen. Und jetzt möchte ich schon anmerken zum Kollegen Schlecht und dem, Sie können natürlich in jeder Rede, in jeder Debatte alles schlecht reden. Und ich habe wirklich ein Problem damit, auch als Bürgerin dieses Landes, dass wir uns selber schlechter darstellen. Sie machen das beständig. Ich habe manchmal nicht den Eindruck, ob Sie wissen, dass Sie hier in Deutschland leben, sondern ich habe manchmal den Eindruck, Sie sprechen von allen anderen Ländern, wenn Sie von Jugendarbeitslosigkeit sprechen, wenn Sie von Arbeitslosenzahlen sprechen und wenn Sie von Schulden sprechen. Also Sie müssen sich schon mal überlegen, ob Sie nicht am totalen Realitätsverlust unterliegen. Sie schüren auch die Angst bei den Menschen, und das ist nicht zielführend in einer Demokratie. Ich wollte auch einen Ton dazu sagen, ich stelle mir auch das anders vor. Die Kontrolle, glaube ich, haben wir nicht verloren. Das möchte ich schon auch ganz deutlich festhalten. Und ich würde mich freuen, wenn wir nicht immer von diesem Land sprechen, sondern von unserem Land. Ich bin stolz, in diesem Land zu leben. Das hat auch was mit Identifikation zu tun. Warum geht es Deutschland gut? Ein Grund liegt sicherlich in der nachhaltigen Wirtschaftspolitik Deutschlands. Und wir werden dadurch nicht nur in Europa, sondern auch international dafür bewundert, auch für unsere solide Finanzpolitik und für die starke Wirtschaft. Dank der Politik der Union ist Deutschland das Zugpferd Europas. Und das wollen wir auch so beibehalten. Und das können wir nicht, wenn wir gängeln und wenn wir diktieren und wenn wir die Wirtschaft fast züchtigen, so wie Sie die Vorschläge gebracht haben. Damit kommen wir schlichtweg nicht weiter. Es heißt aber nun, nicht Halt zu machen und sich zurückzulehnen, sondern die positiven Effekte des Aufschwungs auch entsprechend aufrechtzuerhalten und weiter zu fordern und weiter zu fördern. Und da sind wir natürlich auch als Politik gefordert, um die entsprechenden Rahmenbedingungen auch weiter zu schaffen. Und die Weichen müssen wir jetzt stellen und auch nicht warten. Funktionierendes Wirtschaftssystem braucht Investitionen und Innovationen als Treiber für das Wirtschaftswachstum. Und nur in einem investitions- und innovationsfreundlichen Klima können sich unsere Unternehmen auch weiterhin entwickeln. Und es gilt, unsere politischen Entscheidungen hier bedacht und auch sorgsam zu wählen. Und ich nenne hier ein paar Beispiele. Das Herzstück ist unser Mittelstand. Unsere hervorragend ausgebildeten Fachkräfte sind Motor für Jobs, sind Motor für konjunkturellen Aufschwung. Und der Mittelstand wird, denke ich, ganz wesentlich dazu mit beitragen, bei der Bewältigung neuer Herausforderungen, auch bei der Integration von Flüchtlingen. Und um unseren Mittelstand auch weiterhin zu fördern, freut es mich natürlich, wenn ich die Zahlen im Haushaltstitel sehe, die wir drin haben, die wir auch aufgestockt haben, ganz nachhaltig.
im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie über 3 Milliarden Euro für Forschung, Entwicklung und Innovationen, 781 Millionen davon Fördergelder für ZIM, für Exit und 17 Millionen, das ist, denke ich, auch ganz wichtig, für den Titel Fachkräftesicherung für kleine und mittlere Unternehmen. Wir wollen damit helfen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, denn wenn wir mit dem Zustrom von unseren Flüchtlingen hoffentlich einen Teil des Fachkräftemangels abdecken können, ich habe ja gesagt, wir machen das und damit beitragen können, dann wird es nicht abschließend alleine ausreichen. Wir müssen hier schon noch mehr tun. Wir müssen vor allem unsere bewährten Strukturen, wie unser fachspezifisches Ausbildungssystem, ich sage hier nochmal Meisterbrief, reglementierter Berufszugang für freie Berufe, unsere Gebührenordnungen wie die HOI, wo wir auch gemeinsam Anträge gestellt haben und beschlossen haben, müssen wir aufrechterhalten und auch vehement unterstützen. Und ich bitte hier nochmal ganz nachhaltig auch unser Wirtschaftsministerium, uns dabei zu helfen, diese Qualitätsstandards, die wir haben und die ein Garant für unseren wirtschaftlichen Erfolg sind, auch zu verteidigen auf europäischer Ebene, auch bei der Kommission. Ich halte es für sehr, sehr wichtig. Wir müssen die Aufgabe annehmen und wir haben die Pflicht hier, dies zu bewahren und verstärkt dafür zu werben. Ebenfalls wichtig für einen gut funktionierenden Mittelstand ist natürlich auch die Energiepolitik und die daraus resultierenden Preise. Und ich denke, wir müssen schon darauf achten, dass dies nicht zu einer Belastung für unsere Unternehmen wird, sondern dass wir schauen, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit hier auch nicht gefährdet wird. Wir brauchen im Energiebereich Konzepte, marktwirtschaftliche Konzepte. Wir brauchen auch Konzepte für Kleinteiligkeit und Dezentralität, für Flexibilitätsoptionen und wir brauchen nicht nur Wind und Sonne, sondern wir brauchen auch KWK, Lastmanagement und allen voran auch, ist mein Thema, das ich nie vergesse, Speicher. Und ich freue mich, dass das Speicherprogramm weitergeführt wird für die PV. Und ich bitte Sie aber auch, sehr geehrter Herr Bundesminister Gabriel, das Thema Speicher bitte nicht zu vergessen, beim zum Beispiel zukünftigen Strommarktdesign, das dort entsprechend zu verankern, weil ich der Meinung bin, Speicher sind weder Erzeuger noch Letztverbraucher. Wir brauchen dies, um unsere Flexibilität insgesamt zu bewahren. Energiewende ist ein Puzzle und nur wenn alles ineinander greift, so wie Sie es vorhin auch gesagt haben, kann es auch letztendlich funktionieren. Ich kann es nicht festmachen an irgendwelchen Zahlen letztendlich, sondern nur, wenn es insgesamt stimmig ist. Mittelstand stärken heißt auch Tourismus, Standort Tourismus fördern. Es ist schon oft gesagt worden und ich wiederhole es gern, der Deutschlandtourismus ist ein Zugpferd für die deutsche und vor allem für die mittelständische Wirtschaft. Und ich freue mich, dass uns die Anhebung der Mittel gelungen ist. Wir haben 500 Euro mehr erreichen können, 500.000 Euro mehr, Dankeschön. Das wäre viel zu wenig. Dann könnte ich das, was ich jetzt will, nicht fordern. Wir sorgen hier für die Verstetigung. Das ist gut. Dankeschön. Was ist passiert? Die Gelder sollen gezielt eingesetzt werden, nämlich dort, wo Potenziale noch gehoben werden können. Dort, wo Kulturtourismus in den ländlichen Räumen gestartet wird. Und wir haben ja eine Initiative gestartet, auch gemeinsam mit Ihrem Haus. Frau Gleike ist heute nicht da. Es gibt ein Projekt zur Förderung Kulturtourismus in ländlichen Räumen. Und wir müssen dieses Projekt mit Leben erfüllen. Wir haben momentan vorgesehen, dort 3 Modellregionen zu machen. Ich würde mir wünschen, mit den nun angehobenen Mitteln eventuell zu überlegen, ob wir nicht jedes Bundesland hier fördern können und in jedem Bundesland die Schätze, die wir haben, auch heben könnten. Da wären wir, denke ich, sehr, sehr froh und sehr glücklich, wenn wir dieses Projekt in diesem Sinne erweitern könnten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich abschließend an alle appellieren, im Sinne der Sache zu handeln und treu dem Spruch, die Wirtschaft ist ein Gebiet, das am wenigsten Willkür verträgt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
Barbara Lanzinger war das aus der Unionsfraktion, Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Und sie hat uns ein wenig ahnen lassen, dass es im Wirtschaftsministerium nicht nur um Forschung, Innovation und Energie geht, sondern auch um Tourismus im ländlichen Raum. Nächster Redner hier in dieser Aussprache über den Etat des Bundeswirtschaftsministers ist Dieter Janicek aus der Grünen-Fraktion und dort wirtschaftspolitischer Sprecher. Das Thema Russland haben Sie ja angesprochen und ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen dazu, da ich ja auch 2 Wochen nach Ihrem Besuch bei Minister Putin in Moskau war. Und die Frage ist, ist es denn richtig, dass Sie dort bei Putin im Kreml zugesagt haben, die Sanktionen schrittweise aufzuweichen? Und ist es richtig, dass Sie zugesagt haben, beim Thema Nord Stream 2 die europäischen Interessen nicht zu vertreten? Das würde mich schon auch interessieren, wenn wir hier über Wirtschaft und Russland reden in diesem Zusammenhang. Das Thema, was ich heute aufgreifen möchte, und das ist ja, Herr Kollege Mattfeld hat es auf seine eigene Art und Weise getan, ist das Thema Wirtschaft und Zuwanderung. Jetzt ist es so, in der Geschichte des letzten Jahrhunderts, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, war Deutschland ein Anti-Einwanderungsland. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren wir schon sukzessive ein Einwanderungsland, haben es nur nicht kommuniziert. Es hat lange gedauert, bis zu Rot-Grün übrigens hat es gedauert. Jetzt reden wir immer noch in solchen Debatten, das ärgert mich persönlich schon, von denen, die kommen und die, die hier sind. Aber was ist die Realität? 20% der Gründerinnen und Gründer heute sind Menschen mit Migrationshintergrund. Jeder 8. Selbstständige ist mit Migrationshintergrund. In den Städten sind es bis zu 50%. Wir haben eine völlig andere Realität und wir haben nicht die Situation von denen, die kommen und die, die hier sind, und von der Gemeinsamkeit aller, die es nach vorne bringen. Und das muss doch die Debatte in der Wirtschaft sein, was Zuwanderung angeht und übrigens was auch gerade die Frage der Syrerinnen und Syrer angeht, von denen, die kommen. Wir wissen gerade von den Menschen aus dem türkischstämmigen Umfeld, dass dort die Gründungsquote, die Selbstständigenquote sehr hoch ist. Also müssen wir hier auch die Instrumente schaffen, um zu fördern, um entsprechend auch bei Kleinstkrediten Zugänge zu schaffen. Die fallen unter den Radar. Wer unter 25.000 gründen will, der kann das schwer, weil die Sparkassen das nicht hinkriegen, weil die Gründungsinitiativen das nicht hinkriegen, weil die Vorrangprüfung immer noch da ist und weil die 3+2-Regelung entsprechend nicht greift, wie sie greifen sollte. Also lassen Sie uns doch dort anpacken. Das ist ein Chancenthema und es ist auch einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland mit der demografischen Entwicklung, mit dem wirtschaftlichen Potenzial anstehend, das als Chancenthema wirklich zu begreifen. Das Thema der Energiewende diskutieren wir ja immer noch sehr stark in der Reform des EEG. 2014, 2016 kommt die nächste Anpassung. Wir haben unsere Vorschläge gemacht. Sie dürfen nachher auch noch mal abstimmen dann über die Frage der Batteriespeicher bei der Photovoltaik. Anscheinend haben Sie das ja positiv begriffen. Ich bin gespannt, wie Sie sich dann auch verhalten werden. Aber ich würde gerne auch mal eine Debatte führen über die nächste Stufe der Energiewende, und das ist die Digitalisierung der Energiewende. Wir haben das Smart Meter Rollout Gesetz jetzt vorliegen. Und warum schaffen wir es nicht wirklich kraftvoll darüber zu reden, dass die Potenziale von Digitalisierung und Energiewende zusammengefasst werden? Dass wir eine Chance finden darin, dass wir die Verbrauchskennzahlen von großen Betrieben, von mittelständischen Unternehmen erkennen und dann steuern können. Dass wir erneuerbare Anlagen deswegen besser aussteuern können, dass wir mehr Wettbewerb schaffen können. Das wäre ein großes Chancenthema. Das haben Sie nicht aufgegriffen. Das wünsche ich mir, dass Sie das wirklich kraftvoll tun. Und wenn wir über das Thema Wettbewerb reden, dann müssen wir über das Internet reden. Wir können keine wirtschaftspolitische Debatte führen und nicht über die Rahmenbedingungen unseres Netzes reden. Auf dieser Seite des Plenums und auf dieser Seite des Plenums im Europäischen Parlament zugegeben, aber hier wäre es nicht viel anders gewesen, haben Sie oder hat eine einzige Person jeweils die Hand gehoben, dafür die Netzneutralität zu erhalten in Europa. Eine einzige. Also die Frage von Wettbewerb heißt auch, dass die Rahmenbedingungen stimmen und die stimmen nicht, wenn wir ein Zwei-Klassen-Internet schaffen. Und das schaffen Sie und deswegen müssen wir da kraftvoll dagegenhalten. Wir brauchen mehr Wettbewerb, wir brauchen mehr Regeln in dem Bereich, wir brauchen eine Regulierung, die stimmig ist und die Digitalisierung als Chancenfeld begreift, mit der Energiewende zusammen. Und wenn wir das hinkriegen, dann bin ich auch frohgemut, dass wir hier was Vernünftiges hinkriegen. Vielen Dank. Dieter Janicek, der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, hat hier den Blick gerichtet auf die Digitalisierung der Wirtschaft. Auch das ein Bereich, der ins Ressort des Wirtschaftsministeriums fällt, auch wenn die Wirtschaft da selber tätig werden muss. Aber es kann natürlich angestoßen werden durch die Politik. Jetzt spricht Peter Stein für die Unionsfraktion. Er ist Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Besonders, wenn wir unsere Wirtschaft betrachten. Vielen Ländern um uns herum
geht es da nicht so gut. Wir dürfen uns da selbst durchaus schon mal die Frage stellen, warum das so ist. Das kommt bei uns oft viel zu kurz. Wir nehmen einfach vieles als selbstverständlich und nicht mehr neu zu schaffend hin. Es geht uns deshalb so gut, weil wir stabile politische Verhältnisse haben. Wir leben und praktizieren eine freiheitliche und tolerante Demokratie, eine soziale Marktwirtschaft. Wir haben einen starken Mittelstand und ein stark und hochqualifiziertes Handwerk. Wir sind innovativ und investieren in diesen neuen Haushalt so viel wie noch nie in Forschung und Bildung. Wir reden heute über den Haushalt des Ministeriums für Wirtschaft und Energie. Lassen Sie mich hier einen kleinen, vielleicht nicht so bekannten Bereich herausgreifen, der nicht vordergründig mit diesem Hause verbandelt scheint, es aber im Wesentlichen ist. Das Stichwort ist Energiepartnerschaften. Wir sind Weltspitze, was Technologie und die Energiewirtschaft angeht. Unsere vielen kleinen, mittelständischen, aber auch großen Unternehmen sind breit aufgestellt und gut vernetzt. Aber es gibt Regionen, in denen wir noch viel präsenter sein könnten. Unter anderem möchte ich die Maghreb-Region und auch Subsahara-Afrika nennen. Traditionell sind dort eher die Franzosen sehr aktiv. Sie sind sprachlich dort meist klar im Vorteil und historisch bedingt auch mit einem besonderen Zugang zu den jeweiligen kulturellen Besonderheiten. Und jetzt werden absehbar, das ist heute schon mehrfach angesprochen worden, viele deutsche Unternehmen junge Menschen eben aus diesen Zielländern mit eben speziellen jeweiligen Sprach- und kulturellen Kenntnissen mit Hintergrund aus ihren Reihen haben können. Ich sehe da neue Möglichkeiten auf unsere Wirtschaft zukommen und ich möchte hier appellieren an alle, diese Chance in der Krise, aus dieser Krise heraus auch beherzt zu ergreifen. Lassen Sie mich insbesondere nach Nordafrika und dort in die aktuelle Energiewirtschaft schauen. Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Rainer Barke und der stellvertretende Energieminister Algeriens haben erst in diesem Jahr am 25. Mai in Berlin die erste Sitzung des Steuerungskomitees der deutsch-algerischen Energiepartnerschaft abgehalten. Die Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und Algerien wird einen Rahmen für einen sehr intensiven energiepolitischen Austausch, eine verstärkte Kooperation im Energiesektor schaffen. Algerien hat beste Bedingungen, wie man sich vorstellen kann, für Solar- und Windenergie und ist mit ehrgeizigen Zielen beim Ausbau eben dieser ein attraktiver Partner für Deutschland. Das bringt Vorteile für beide Länder. Wir satteln dabei auf eine Reihe guter Erfahrungen mit Energiepartnerschaften auch in anderen Ländern auf. So haben wir bereits seit 2012 eine Zusammenarbeit mit Marokko im Energiebereich. Im Haushalt 2016 ist dieser Posten im Vergleich zum letzten Jahr noch mal um 28% aufgewachsen. Das ist sehr zu begrüßen. Ein Schwerpunkt dieser Partnerschaften ist es, dass dabei auch die Wirtschaft eingebunden werden soll. Die genaue Betrachtung des Energiemixes, der Ausbau erneuerbarer Energien und die Verbesserung der Energieeffizienz sind deutsche Kernkompetenzen geworden, die gerade in Nordafrika gefragt sind. Bisher wird beispielsweise Algeriens Energiebedarf fast ausschließlich durch im Land geförderte fossile Brennstoffe gedeckt. Erneuerbare Energien machen es trotz guter Potenziale bisher nur zu einem geringen Anteil in der Energieerzeugung aus. Um den rasant steigenden Energiebedarf auch in Algerien zu decken, plant die algerische Regierung bis 2030 neue Solar- und Windkraftkapazitäten in Höhe von 22 Gigawatt zu schaffen. Das schafft sie nicht alleine. Die Energiepartnerschaft Deutschland-Algerien soll durch bilaterale Arbeitsgruppen auf Regierungsebene unter Einbindung der Wirtschaft umgesetzt werden und dient, wie gesagt, beiden Seiten. Marokko deckte bislang seinen Energiebedarf ebenfalls fast ausschließlich durch fossile Brennstoffe. Bis 2012 machten erneuerbare Energien trotz guter Potenziale nur einen Anteil von gut 5% dort aus. Der Energiebedarf Marokkos steigt dabei momentan jedes Jahr um 6%. Das Ziel Marokkos ist es daher, bis 2020 42% der installierten Kapazitäten aus Sonne, Wasser und Windkraft zu erhalten. Das ist noch mal ehrgeiziger als das, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Damit kann und sollte Marokko zum Pionier für erneuerbare Energien in Nordafrika werden. Ich habe mir gerade letzte Woche dort einen Green Energy Park, ein Innovationszentrum angucken können. Es ist wirklich sehr beeindruckend, mit welcher Energieleistung, mit welcher Geschwindigkeit daran jetzt dort gearbeitet wird. Und Deutschland unterstützt das nicht nur innerhalb dieser Energiepartnerschaft, sondern auch noch beispielsweise mit der Klima- und Technologieinitiative DKTI. Und Partner wie das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, die GEZ, auch die KfW mit der DEG sind intensiv eingebunden. Daneben der installierten Leistung auch der Ausbau der Stromnetze. Die
Energieeffizienz, die Energieforschung Gegenstand dieser Kooperation sind, finden sich hier auch bedeutende weitere Felder für die wirtschaftliche Kooperation und Chancen für deutsches Know-how und Firmen. Deutschland hilft Marokko, Algerien und Tunesien dazu beizutragen, dass ein Markt für einen Strom aus erneuerbaren Energien entstehen kann. Dort laufen Referenzprojekte in einer Größenordnung von 2,5 Gigawatt. Davon entfallen aktuell über 500 Megawatt auf Marokko, maßgeblich unterstützt durch deutsche Energiepartner. Die Hälfte dieses Vorhabens ist bereits umgesetzt und auch genauer definiert. Seit 2014 wird in diesen Anlagen der erste Strom erzeugt. Der Solarpark Ouassasarte soll in Kürze mit bis zu 560 Megawatt ans Netz gehen. Die unter deutschem Vorsitz maßgeblich mitgestaltete Afrika-EU-Energiepartnerschaft ist die mit Abstand am weitesten fortgeschrittene der 2007 in Lissabon gegründeten thematischen Partnerschaften zwischen der Afrikanischen und der Europäischen Union. Und umso wichtiger ist es, dass es in möglichst vielen Haushaltsansätzen dazu auch im deutschen Haushalt einen Anker gibt. Dazu gehören auch Aspekte wie berufliche Ausbildung, der Fachkräftemangel bei uns und auch der Blick auf die vielen jungen Leute in Afrika. Wir haben heute einen der höchsten Beschäftigungsstände der Geschichte. Wir haben aber auch mit 400, vielleicht 600.000 freien Jobs und 40.000 unbesetzten Ausbildungsplätzen ein Potenzial zu bieten. Wir haben derzeit die höchsten Einnahmen der Sozialversicherung, wir haben die höchsten Steuereinnahmen und eine Nullverschuldung im Haushalt. Dieser Erfolg gibt uns Spielräume, den wir nur nutzen können, um internationalen Herausforderungen gewachsen zu sein. Und besonders wegen unserer herausgehobenen Rolle stehen wir besonders in der Verantwortung, unserer Wirtschaft die Chancen aus der momentanen Situation heraus aufzuzeigen und dies zu begleiten. Wir lernen gerade, dass vieles, was wir in den letzten Jahrzehnten an Regelwerken aufgebaut haben, uns in einem flexiblen Agieren hemmt. Die Bundeskanzlerin hat es bereits thematisiert. Und wir müssen hier deutlich mehr entbürokratisieren und verkrustete Prozessstrukturen aufbrechen. Ich bin überzeugt, dass die positiven Effekte weit über die Flüchtlingsfrage und auch deutlich über die Fachkräftefrage hinaus zu spüren sein werden, wenn wir hier entschlossen anpacken. Nicht nur bei uns gilt, junge, ausgebildete und motivierte Menschen sind eine Riesenchance für jedes Land. Besonders bei uns vor dem Hintergrund dieser unbesetzten Lehrstellen. Zu wenige der Migranten aus den letzten Jahren haben wir dabei in den Arbeitsmarkt integrieren können. Da ist zu vieles zur Parallelwelt geworden. Klar ist dabei, dass die deutsche Sprache eine wesentliche Voraussetzung ist. Und ja, es wird große Anstrengungen unserer Gemeinschaft, unserer Gesellschaft bedürfen, dies zu realisieren. Ich möchte zum Schluss meiner Rede noch kurz auf die maritime Wirtschaft kommen und hier eine Lanze brechen. Rechnet man die Zulieferer hinzu, umfasst die Branche über 400.000 Arbeitsplätze. Maritime Technologien haben enormes Potenzial und unser Know-how aus Deutschland ist international, wie auch bei der erneuerbaren Energie, mehr als gefragt. Der Kreuzfahrttourismus ist bei uns im Norden eine Erfolgsgeschichte und stetige Investitionen in unsere Häfen sind absolute, unabdingbare Grundlage für unsere Exportwirtschaft. 90% des globalen Warenverkehrs gehen per Schiff. Jede Investition hier in unsere Häfen, egal in welchem Haushaltsansatz verbucht, ist sehr gut angelegtes Geld. Meine Damen und Herren, Wirtschaftspolitik gestaltet die Zukunft wahrscheinlich stärker und nachhaltiger als in vielen anderen Feldern. Und im Ganzen werden die Haushaltsansätze 2016 diesem Grundsatz auch gerecht. Herzlichen Dank. Peter Stein war das für die Unionsfraktion und jetzt kommt eine, zumindest für mich, eine Premiere hier im Parlament, denn der folgende Redebeitrag von Bernd Westphal darf genau eine Minute lang sein. Wir stoppen mit. Der Haushaltsplan 09 ist hier mit vielen Argumenten diskutiert worden, über 7,6 Milliarden Euro. Viele Argumente sind ausgetauscht. Ich will mich auf zwei, drei beschränken. Insgesamt haben wir eine sehr gute wirtschaftliche Situation, das belegen Kennzahlen auf dem Arbeitsmarkt und auch die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Und dieser Haushalt ist ja immer auch Sternstunde für das Parlament. Und deshalb glaube ich, dass wir mit den Herausforderungen, die wir wirtschaftspolitisch haben, mit der Digitalisierung der Wirtschaft, mit Stärkung von dem Industriestandort Deutschland, aber auch natürlich Impulse, um Wertschöpfungsketten hier in Deutschland zu erhalten. Diese Impulse werden mit diesem Haushalt klar gesetzt. Und deshalb ist mit dem vorliegenden Einzelplan
klar auch die politische Verantwortung dementsprechend gerecht geworden. Angesichts des komplexen Wandels, den wir bei Wirtschaft und Energie haben, sind wir mit diesen Herausforderungen schon auch gefordert, dieses zu gestalten. Dafür setzt dieser Haushalt im Wirtschaft Impulse. Wirtschafts- und Energiepolitik hat dementsprechend Erfolge, die hier auch der Wirtschaftsminister vorgelegt hat. Die SPD schafft damit nicht nur Arbeitsplätze, sondern gute Arbeit. Wir schaffen den Umbau in der Energieversorgung und eine Stärkung der Innovation in der Wirtschaft. Die SPD schafft damit Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war relativ punktgenau die sicherlich kürzeste Rede des heutigen Tages. Und Sie haben die Bundestagsvizepräsidentin gehört. Es waren ungefähr 1:20, die Bernd Westphal hier gesprochen hat. Und jetzt gehen wir wieder in das reguläre Geschäft, denn Marc Hauptmann aus der Unionsfraktion hat die volle Redezeit von fast 10 Minuten für seine Fraktion. Sehr geehrte Damen und Herren, es wurde heute in dieser Haushaltsdebatte bereits mehrfach gesagt, Deutschland geht es gut. Und wir werden diesen erfolgreichen Konsolidierungskurs der vergangenen Jahre weiter fortsetzen. Wolfgang Schäuble ist als Finanzminister etwas gelungen, was in den 40 Jahren keinem Finanzminister gelungen ist in der Bundesrepublik Deutschland, nämlich einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Und das zum dritten Mal in Folge. Die schwarze Null steht also auch 2016. Und daher gebührt dem Finanzministerium, dem Minister federführend, aber auch der Bundesregierung ein ganz besonderer Dank. Und ich sage das als ein Kollege einer jüngeren Generation und auch mit Blick auf die Grünen. Und deswegen haben mich auch die Ausführungen vorhin von Frau Andrea und Frau Heiduck etwas nachdenklich gestimmt. Sie haben natürlich gesagt, wir tun vielleicht oder nicht etwas zu wenig bei den Investitionen. Komme ich gleich darauf. Aber ist es nicht auch gerade im Sinne grüner Politik, Nachhaltigkeit nicht nur ökologisch, sondern auch finanzpolitisch zu betrachten? Das heißt, eine nachhaltige Haushaltspolitik, die schickt eben nicht die Rechnung für die derzeitigen Investitionen in Form von Steuererhöhungen oder in Form von zusätzlichen Ausgaben in die Zukunft, sondern eine nachhaltige Haushaltspolitik, die kann eben beides. Die kann investieren und konsolidieren. Und die schickt verdammt noch mal nicht die Rechnung dafür an unsere Kinder und unsere Enkel. Und das ist die Haushaltspolitik dieser Großen Koalition. Und sehr geehrte Kollegen, natürlich, Sie haben die Investitionen angesprochen. Die schwarze Null steht ja im Haushaltsplan trotz einer Erhöhung der Investitionen um 1,6 Milliarden Euro auf 31,5 Milliarden Euro. 10% Investitionsquote, 10 Milliarden Euro Bundesmittel zur Bewältigung der Flüchtlingsherausforderungen. All das sind doch Bausteine, und da habe ich die Hilfen für die Kommunen noch gar nicht aufgezählt. All das sind doch Bausteine, wo wir investieren und konsolidieren, und das sollte man sicherlich auch in dieser Form würdigen. Deutschland geht es gut. Das zeigt sich international, und das zeigen auch internationale Studien. Die OECD geht von einem stärkeren Wirtschaftswachstum im Jahr 2016 vor. 1,9% soll das 2016 betragen. Und das wird uns helfen, die 43,3 Millionen Menschen, die in der Bundesrepublik Deutschland schon heute in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis sind, auch noch auszubauen, damit wir auch im Bundeshaushalt 2017, im nächsten Jahr, weiter in den Investitionen voranschreiten können, aber unser Konsolidierungsziel keinesfalls ausgeben. Und sehr geehrter Herr Minister Gabriel, Sie haben vorhin ein Thema zu Recht angesprochen, was uns alle in dieser Debatte sehr bewegt. Und das ist natürlich die Frage, wie können wir es schaffen, dass wir die Herausforderungen bei den Flüchtlingen nicht nur in unsere Sozialkassen haben, sondern in unser Wirtschaftssystem, in die Betriebe, dahin, wo sie Steuern zahlen können und wo sie letztendlich einen positiven Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung dieses Landes leisten können. Und hier, sehr geehrter Herr Minister, glaube ich, sollten wir schon noch einmal die Frage aufwerfen: Ist es richtig, dass wir
beim Mindestlohn zumindest für 6 Monate keine Ausnahme machen für Flüchtlinge, weil ich halte es schon für richtig, dass wir hier noch mal genau hinschauen. Wir haben diese Regelung in Deutschland jetzt schon im Bereich der Langzeitarbeitslosen. Und viele Unternehmer, mit denen ich letzte Woche im Gespräch war, die sagen, wir sind gerne bereit, bei uns in den mittelständischen Betrieben auch Personen aus Syrien einzustellen oder aus anderen Ländern. Aber bitte schön, dann lasst uns nicht mit den ganzen Aufgaben alleine, die wir hier zu bewältigen haben, Sprachkenntnisse zu lehren oder auch fachspezifische Termina erst einmal heranzutragen, weil oft die Personen aus völlig unterschiedlichen Arbeitsgebieten kommen, ohne die entsprechenden Bildungsvorkenntnisse. Das heißt, hier müssen wir Ausnahmen schaffen und müssen flexibel reagieren können, wie wir Flüchtlinge aus dem Ausland für eine bestimmte Zeit von 6 Monaten analog zu unserem Verhältnis der Langzeitarbeitslosen in unser Wirtschaftssystem integrieren können. Sehr geehrte Damen und Herren, die Ausgaben im Wirtschaftsetat steigen im kommenden Haushalt von 7,4 auf 7,5 Milliarden Euro. Viele Mittel werden für Forschung, Entwicklung und Innovation bereitgestellt. Und das ist eine richtige Entscheidung, die letztendlich den zentralen Herausforderungen unserer wirtschaftlichen Lage entsprechen soll. Was sind die? Und da spreche ich auch zu Ihnen als ein Kollege der neuen Bundesländer. Erstens müssen wir die konsequente Förderung des ostdeutschen Aufholprozesses in der Wirtschaftspolitik weiter verstetigen. Zweitens einen deutschen Gründergeist unterstützen und drittens eine Energiewende mit Augenmaß machen. Sie wissen alle, dass der wirtschaftliche Aufholprozess der neuen Länder ins Stocken geraten ist. Ich glaube, diese Bilanz muss man ehrlich sagen. Das heißt nicht, dass es in den neuen Ländern kein wirtschaftliches Wachstum gibt. Die neuen Länder wachsen ungefähr genauso schnell wie die alten Länder. Das bedeutet aber auch, dass der Aufholprozess, das heißt die Differenz, die es noch zwischen beiden Gebieten der Bundesrepublik gibt, diese Lücke nicht geschlossen wird. Es sei denn, wir legen weiterhin einen Fokus darauf, Bundesprogramme auch im Hinblick auf die neuen Länder erfolgreich weiterzuführen. Und das macht dieser Haushalt, und da bin ich dem Minister Gabriel und auch unserem haushaltspolitischen Sprecher, Kollegen Mattfeld, sehr dankbar, dass man hier bei den ZIM-Mitteln es geschafft hat, keine Kürzung vorzunehmen, sondern die 543 Millionen Euro auch im nächsten Bundeshaushalt weiterhin einzustellen. 40% dieser Mittel gehen direkt in die neuen Länder. Das hilft dem Aufholprozess der ostdeutschen Wirtschaft, sehr geehrte Damen und Herren. Und das zieht sich wie ein roter Faden weiter fort. Innocom Ost. 65 Millionen Euro, auch hier keine Mittelkürzung, trotz all der Herausforderungen, die wir alle in dieser Debatte angesprochen haben. Ich komme zum zweiten Punkt, und das ist, wie schaffen wir es, die wirtschaftliche Herausforderung im Bereich der Gründer bei den Start-ups weiter zu unterstützen. Gründer sind aus unserer Sicht Initiatoren und Träger von Innovation und tragen im Wesentlichen dazu bei, dass Deutschland nicht nur heute ein wirtschaftlich starkes Land ist, sondern auch noch in der Zukunft. Und da legt dieser Bundeshaushalt den Finger in die Wunde, indem er sagt, diese Gründer, diese Start-ups, die wollen wir auch in Zukunft weiter fördern. Und hier bauen wir auch die Förderung seitens der Bundesmittel aus. Exist, um ein Programm zu nehmen, 41,5 Millionen Euro. Der Investzuschuss für Wagniskapital, 20 Millionen Euro. Business Angel Markt innovative Start-ups, 4,25 Millionen Euro. Der Titel Mittelstand Digital wird um 11 Millionen Euro auf rund 28 Millionen Euro erhöht. All das stärkt unseren Gründergeist in dieser Republik und sorgt letztendlich dafür, dass wir in Zukunft ein erfolgreiches Land bleiben und auch ein erfolgreiches Land für Start-ups werden. Und im letzten abschließenden Punkt möchte ich noch einen Satz zur Energiewende verweisen, weil das auch Bestandteil der heutigen Debatte war. Wir machen viel, was die verschiedenen Träger der erneuerbaren Energien angeht, aber wir wissen alle, dass wir im Bereich der Speichertechnologie von Energie mehr machen müssen und hier noch eine gewisse Kapazität haben, um die Energiewende zum Erfolg führen zu können. Und hier ist es natürlich richtig, lieber Bundesminister Gabriel, dass Ihr Haus zusammen mit dem Bundesministerium für Forschung 270 Projekte
in Höhe von 200 Millionen Euro bereitstellt, um überschüssige Energie zu speichern, um also daran mitzuarbeiten, dass die Energiewende in Zukunft auch gelingen kann. Ich komme zum Schluss und möchte noch einmal zusammenfassen, dass dieser Bundeshaushalt, den Einzelplan 09, den wir heute debattieren, enorme Lasten trägt, aber auch investiert und konsolidiert. Beides sind zwei Seiten einer Medaille. Angela Merkel steuert dieses Schiff seit 10 Jahren erfolgreich. Und mit diesen Innovationen, die wir heute in dieser Woche beschließen, geben wir dem Wirtschaftsmotor der Bundesrepublik Deutschland noch einmal neuen Schub, damit es auch in Zukunft heißt, erfolgreich Kurs halten, um ein weiteres wirtschaftliches Wachstum in Deutschland zu generieren. Nur wenn wir dieses wirtschaftliche Wachstum haben, können wir alle Herausforderungen, die zur aktuellen Lage anstehen, auch erfolgreich bewältigen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Mark Hauptmann war das für die Unionsfraktion und auch der letzte Redner in dieser Aussprache über den Etat des Bundeswirtschaftsministers. Kommt aus der Unionsfraktion, es ist Jan Metzler. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist schon eine ehrenvolle Aufgabe, als letzter Redner in so einer vielseitigen Debatte reden zu dürfen. Und zweifelsohne bietet es einen Nachteil, aber auch einen Vorteil. Der Nachteil ist der, es ist jetzt schon vieles gesagt und ich möchte darauf abzielen, dass ich vielleicht noch den ein oder anderen Aspekt zusätzlich hinzufügen kann, ohne das ein oder andere zusätzlich mal noch mal zu wiederholen. Aber ich möchte auch das ein oder andere noch einmal doppelt unterstreichen zum Abschluss. Ohne Frage, dieser aktuelle Haushalt wird unter besonderen Herausforderungen aufgestellt. Aber eines ist auch deutlich geworden bei den vielen Vorreden, denn diese Herausforderung können wir deswegen so gut angehen, meine Damen und Herren, weil wir eben gut aufgestellt sind. Und das liegt nicht zuletzt und insbesondere an der wirtschaftlichen Lage. Die ist robust und die ist auch zukunftsfähig. Und dass die so zukunftsfähig bleibt, dafür ist es notwendig, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Deswegen, und da bin ich der Bundesregierung sehr dankbar, atmet dieser Haushalt genau diesen Geist, einen von Stabilität und Nachhaltigkeit. Und deswegen möchte ich auch diese Stabilität an drei Punkten festmachen. Erstens Stabilität durch nachhaltige Finanzpolitik. Und Kollege Hauptmann hat das eben schon auch, ich denke, im Namen der jüngeren Generation unterstrichen und hat klargemacht, dass der dritte Haushalt ohne Neuverschuldung auch nach 40 Jahren ein besonderes Zeichen auch in puncto Generationengerechtigkeit ist. Und ich möchte das auch einmal in dem Fall unterstreichen und ich möchte es auch an der Person adressieren. Und hier gilt ein besonderes Dankeschön an unseren Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und ich sage jetzt mal stellvertretend an den Kollegen Spahn. Zweitens, Stabilität durch richtige Anpassung. Da, wo es sinnvoll ist und unserem Land dient, scheuen wir uns auch nicht davor, mehr Mittel in die Hand zu nehmen. So zum Beispiel 1 Milliarde Euro mehr für die innere Sicherheit, für Bundespolizei, für das BKA, für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und das THW. Drittens, und jetzt kommen die Wirtschaftspolitikerinnen und Wirtschaftspolitiker ins Spiel, Stabilität durch verlässliche Wirtschaftspolitik. Der starke Arbeitsmarkt ist Rückgrat und Gradmesser für das Wohlergehen unseres Landes. Das habe ich eingangs bereits schon einmal betont. Deshalb investieren wir an den entscheidenden Stellen, um weiteres Wachstum und mehr Beschäftigung zu generieren. Wir wollen gute Rahmenbedingungen schaffen und so die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft nachhaltig unterstützen. Das ist auch die grundlegende Idee bei der Bewertung des vorgelegten Etats für Wirtschaft und Energie. Und nicht umsonst lauten zwei Überschriften: Innovation, Technologie und neue Mobilität und Mittelstand, Doppelpunkt, gründen, wachsen, investieren. Diese machen mit rund 3,5 Milliarden Euro ungefähr die Hälfte des Gesamtetats für Wirtschaft und Energie aus. Übrigens einige Millionen mehr als noch in diesem Jahr. Das schlägt sich positiv auf beinahe alle Posten nieder. Ziel der aufgelegten Instrumente ist es, die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft zu fördern und dabei die richtigen Anreize zu setzen. Das nenne ich Stabilität durch verlässliche Wirtschaftspolitik. Und besonders bewährt hat sich in diesem Zusammenhang, und das ist auch bereits betont worden, das zentrale Innovationsprogramm ZIM mit einem Volumen von mehr als 1,5 Milliarden Euro. Herzlichen Dank. In diesem Zusammenhang möchte ich auch adressieren noch einmal an Kollegen Mattfeld und auch an Kollege Jürg, die sich besondere Maße in dieses Programm erneut eingesetzt haben. Mit
Diesem zentralen Innovationsprogramm fördern wir Neuentwicklung besonders im Mittelstand. Und dieser stellt besonderem Maße auch das Rückgrat unserer stabilen wirtschaftlichen und konjunkturellen Basis dar. Gut, dass wir deswegen hier dran geblieben sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das gilt übrigens auch für die Industrieforschung, die mit weiterhin mehr als 200 Millionen Euro mit einzubeziehen ist. Auf eines können wir ganz besonders stolz sein, und das ist die sogenannte Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern zur Verbesserung der Regionalwirtschaftsstruktur. Dahinter verbirgt sich eine auf Nachhaltigkeit angelegte Philosophie, nämlich keine Region in Deutschland zurückzulassen. Wie gelingt das? Indem wir Potenziale in strukturschwachen Regionen fördern, Standortnachteile abbauen und Wettbewerbsfähigkeit herstellen und so Arbeitsplätze neu schaffen oder erhalten. Und da ich selbst Mitglied in dem zuständigen Unterausschuss sein darf, liegt mir dieser Bereich besonders am Herzen. Die gute Nachricht ist, im Koalitionsvertrag hat man sich auf eine Mittelerhöhung auf das Förderniveau vorheriger Jahre geeinigt. Das wird in diesem Haushalt nun erreicht, und das ist ein exzellentes Zeichen. Ab nächstem Jahr stehen der regionalen Wirtschaftsförderung also wieder 624 Millionen Euro jährlich zur Verfügung. Durch die Kofinanzierung mit den Ländern sind es sogar insgesamt mehr als 1,2 Milliarden Euro. Vom Erfolg konnten wir uns kürzlich auch über den Unterausschuss bei Unternehmensbesuchen entsprechend informieren und haben sehen können, was es heißt, letztlich das hier Beschlossene in die Praxis mit einem nachhaltigen Erfolg für ganze Regionen nach vorne zu bringen. Und ich möchte hier ausgesprochen auch noch einmal ein Wort des Dankes an den gesamten Unterausschuss loswerden, wo über alle Grenzen hinweg wirklich in konstruktiver Art und Weise hier zusammengearbeitet wird. Ein Wort zur Zukunft der regionalen Wirtschaftsförderung möchte ich allerdings auch noch loswerden. Die Mittel stehen zur Verfügung. Künftig geht es aber auch mehr noch als in der Vergangenheit auch um deren Einsatz. Dabei ist besonderem Maße wichtig, dass wir die altindustriellen Regionen und die strukturschwächeren ländlichen Regionen in Deutschland insgesamt nicht vergessen. Und das möchte ich, wie gesagt, auch noch einmal hervorstellen, dass ich glaube, da gab es auch zunächst, und das wird auch, denke ich, weiterhin so bleiben, im Unterausschuss auch keinerlei andersartig leitende Meinung. Ich möchte aber auch noch mal kurz auf ein Lieblingsthema im Allgemeinen, aber auch der Opposition eingehen, und das sind die angeblich fehlenden Investitionen. Ich sehe das ganz anders. Erstens, wir haben die Mittel im Etat für Wirtschaft und Energie erhöht. Zweitens, wir haben die Mittel im Etat für Bildung und Forschung erhöht. Und im Etat für Bildung und Forschung ist es übrigens eine Verdopplung, wenn man das Jahr 2005 als Grundlage legt. Parallel dazu stellen wir auch Geld, mehr Geld für innere Sicherheit, für Integrationsmaßnahmen, für humanitäre Hilfe und für Krisenprävention zur Verfügung. Und on top zusätzlich 10 Milliarden Euro Investitionspaket. Das alles in einem ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung und das Ganze zum dritten Mal. Und wenn man das kleinreden will, kann man das tun. Aber die Fakten sprechen eine andere Sprache. Da hat diese Regierung, da hat diese gemeinsame Koalition die Hausaufgaben gemacht, hat ein Zeichen der Stabilität ausgesandt und macht eben nachhaltige Wirtschaft und Finanzpolitik. Und das ist eben auch ein Zeichen, was heute auch abschließend aus dieser Haushaltsberatung auch bei diesem Einzeletat letztlich abzuleiten ist und hervorgeht. Ganz nebenbei, der Bund entlastet auch zusätzlich die Kommunen in Milliardenhöhe. Das ist auch noch mit einzubeziehen, und zwar in der Größenordnung von 20 Milliarden Euro. Und das ist bisher auch nicht da gewesen. Also alles in allem, ich denke, an diesem Punkt lässt sich eines wirklich für die Zukunft sagen. Wir machen unsere Hausaufgaben, wir setzen Zeichen der Stabilität. Und das ist gerade in Zeiten, in denen die Wogen ein wenig höher schlagen, das absolut richtige und auch wichtige Signal. Insofern blicke ich mit Zuversicht in die Zukunft, und ich möchte sagen, auch wenn ich der letzte Redner war, ich hoffe, dass ich den ein oder anderen Punkt noch interessanterweise habe hinzufügen können. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche weiterhin gute Beratung. Vielen Dank.
Jan Metzler war das. Gelernter Winzer, studierter Betriebswirt aus Dittelsheim, Hessloch im Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz. Das war der letzte Redner in der Aussprache des Bundestages über den Etat von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel.